Wir spielen heute GTA. Übrigens. Es geht um Manfred Lentsch. Manfred Lentsch muss sich einen Job suchen. Manfred Lentsch muss Geld verdienen. Manfred Lentsch muss einiges machen. Ja, ich bin gelandet. Los Santos. Und ich weiß gar nicht, wohin. Ich muss ja einen Job finden. Kann man helfen, oder oh, lol. Hallo? Hallo. Nee, sind Sie der junge Mann hier mit dem roten Haar? Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich bin der Kevin. Und wer bist du? Ja, ich bin Manfred. Manfred Lentsch. Manfred Lentsch. Ich bin Lentsch. Kevin Daul. Lentsch. Mit einem weißen... Mit einem aufs Maul. Lentsch, nicht Lentsch. 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 Manfred Lentsch. Das hört sich interessant an. Ja, Lentsch. Ja, ich bin gerade reingekommen. Also reingekommen, angekommen, weggekommen. Reingekommen, das ist immer gut. Sind ja. Sie gut reingeflutscht, angekommen. Ich bin gut reingekommen. Also reingekommen, reingerutscht. Gut reingekommen. Gut reingekommen. Gut. Mit Hilfe oder ohne? Nee, ich bin relativ groß, lange Arme, das geht. Das ganze Ding. Ja, das ganze Ding. Ja, dann müssen Sie ja arbeiten gehen, ne? Ja, ich weiß, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, das sieht man mir an, oder? Oh, tiefer Osten. Wow. Ich bin geflüchtet. Tut mir leid. Wir sind geflüchtet. Ich bin geflüchtet. Also mit so einem Iraker-Bomber oder wie? Nee, mit dem Flugzeug. Ich habe ein Ticket in einem Schokoladenpreisausschreiben gewonnen und bin jetzt hier. So Hottentottenmusik. Das habe ich früher. Ich war ja früher Polizist. Sie waren früher Polizist? Ja. Das hört sich gut an. Ja, ist nichts Besonderes. Mecklenburg-Vorpommern, das Einzige, was man dann kontrolliert, sind die ganzen komischen Jugendlichen, die versuchen aus dem Rewe diesen billigen Schnaps zu klauen. Wie teuer ist denn der Schnaps bei Ihnen? Billig. Okay. Also einmal eben zur Zulassungsstelle bringen, dann können Sie da einen Quad-Führerschein holen und dann können Sie... Ist da auch ein Geldautomat? Weil ich habe jetzt gerade alles auf dem ATM gepackt. Kann ich Ihnen das Geld gleich geben. Nee, lassen Sie mich zum Automaten fahren. Das kostet... Ich habe doch Geld da. Was kostet das? Ich glaube 2000. Ja, nee, geben Sie mir mal lieber. So, erstmal Pizza ausliefern. Oh Gott. Ja, liefere. Ich will niemandem den Finger zeigen, aber. Ist das. Warte mal. Das hat nicht so gut funktioniert. Versuchen wir es nochmal. Ich wurde noch nie schneller gekündigt aus dem Job. F für schnelles Fahren? Fick dich selbst, ey. Ihr könnt mich alle. Ich weiß, dass ich mit F aussteige. Alter, Gott sei Dank höre ich nicht auf euch. Ihr seid alle gemeine Schweine, ich schwöre. Oh. Ihr wollt alle, dass ich sterbe in diesem Spiel. Ich bin außerdem angeschnallt. Ich habe ein bisschen gehört, dass die Leute teilweise Probleme haben, Moin, moin, Steigehüppe. Leute Probleme haben mit Server, also beziehungsweise mit kleinen Crashes und so. Ich kann das natürlich selber noch nicht sagen. Mal gucken, wie das alles läuft. Aktuell ist es ziemlich gut. Die FPS sind auch alles im grünen Reich. Für die Leute, die einen frischen Sub haben, nicht vergessen, den zu teilen. Und jetzt bin ich gerade aus dem Spiel rausgetappt. Vermutlich werde ich jetzt sterben. Oder nee, das Spiel hat sich gerade... Ey, wir... Wir haben gerade darüber gesprochen. Ich kann dazu noch nichts sagen. Also es gibt anscheinend immer noch ein Problem mit dem Client. Für alle Leute aus Mecklenburg-Vorpommern, tut mir leid. Mecklenburg-Vorpommern ist essentielles Teil des Roleplays, das Manfred Lentsch ausmacht. Es wird also immer wieder Schüsse geben. So wie Schüsse in Mecklenburg-Vorpommern auf NPD-Parteizentralen. Das ist doch eine verfickte Gang. Die sollte man anzeigen wegen Rumlungern. Die sollte man anzeigen wegen dem Anzug. Sind Daniels Jungs? Ja, richtig. Guten Tag, mein Freund. Kann man dir irgendwie weiterhelfen? Nee, absolut nicht. Ich hänge nicht mit den Crips und irgendwelchen Gangs rum. Machen Sie sich fort. Was soll ich machen? Sie sollen sich dünn machen hier. Sie sollen sich eventuell überlegen, soll wie mich wir sprechen. Dünn machen? Dünn! Oder dick, je nachdem, wie ihre persönliche Konstitution ist. Mein Freund, diese Gegend gehört mir. Diese Gegend gehört Ihnen? Ja, richtig. Warum gehört Ihnen da nicht guter Geschmack und was für einen Anzug laufen Sie eigentlich durch die Gegend? Sagen Sie, sind Sie irgendwie lebensmüde?
Was ist? Hängen Sie nicht an Ihrem Leben? Kann das wirklich sein? Sind Sie ein bisschen verrückt? Ich hänge sehr gut an meinem Leben, aber ich lasse mich doch nicht hier einschüchtern von irgendwelchen Autos mit offenen Türen und... Was ist das für ein Anzug? Was tragen Sie da? Das Gebiet der Grafswit hier zeigt ein bisschen Respekt, mein Freund. Und sag hier nicht, die Lieder der Grafswit, die sollen mich hier verpissen. Nur weil ich frage, ob man dir weiterhelfen kann. Du mit deinen Schachschuhe. Ich weiß genau, du bist gerade erst hier hingeflogen. Das ist Dame, Motherfucker. Dame. Niggas, klärt ihr das? Ich hab keinen Bock darauf. Ah! Mach dich fort! Herr Koch, die dürfen dir gerne mit. Junge, beruhig dich. Hey, nimm die Waffe runter! Was ist das hier? Faustkampf und du kommst mit der Schrotflinte? Du beruhigst dich jetzt. Ich bin ganz ruhig! Beruhig dich und verpiss dich jetzt. Ich bin ganz entspannt, was soll das? Alter, ich raste jetzt gleich aus, ne? Du werdest schon wieder angegriffen! Ohne Grund! Ich hab die Tür gehauen. Verpiss dich! Ich werde hier schon wieder angegriffen. Opa, ich würde sagen, du klärst mich mal und... Wir sind dran, du tausch hier ab oder es passiert irgendwas. Dass das klar ist. Mein Freund, keiner will hier ärgern. Jetzt auch Stress zu machen hier. Ich mache überhaupt keinen Stress. Hier sitzen fünf Leute, die denken, sie haben irgendwas erreicht in ihrem Leben, weil sie auf mir rumhacken können. Und zwei davon sprechen nicht mal Hochdeutsch. Ja, muss mal Hochdeutsch. Muss man doch kein Hochdeutsch reden hier. Ja, wie soll ich die denn verstehen? Ja, das ist die Grove Street. Dann müssen wir anders sind wir hier in Deutschland. Ich glaube, sie sind im falschen Land gelandet, kann das sein? Wollten sie nach Deutschland? Dann sind sie ja falsch. Sprechen sie nicht alle Deutsch? Nee, nicht alle, mein Freund. Vielleicht bin ich ja irgend so ein Parselmund und verstehe irgendwas hier nicht. Jetzt lassen sie mich in Ruhe. Veranlagt. Ich muss mir erstmal was holen. Wer ist verrückt, der Nigger? Was zur Hölle? Sagen Sie mir mal, wie ist Ihr Name eigentlich? Mein Name, mein Freund? Ja. Mein Name ist Curtis Kusch. Wie ist denn dein Name? Curtis Kusch, Manfred Lentsch. Ja, gut. Lentsch wie Rheinlentschen. Ja, ich hab schon verstanden, mein Freund. Was machen Sie eigentlich hier? Sie sehen aus... Wissen Sie, wie Sie aussehen? Ich erkenne Sie. Sie sehen aus, als wären Sie bei so einer Show gewesen, wo Sie ganz schnell ganz viel abgenommen haben. Und jetzt hängt das alles an Ihrem Körper runter. Ja, richtig. Waren Sie auch? Ja, mega. Natürlich. Irgendwie muss ich deiner Frau doch gefallen. Oh, the joke is on you. Ich bin nämlich mit deiner Mutter zusammen. Ich hab keine Mutter, ich bin ein Roboter, Bastard. Fuck. Aber weh, du kaufst dir Crack dafür. Komm mit, wir gehen hier lieber. Sonst gibt's hier wirklich noch Ärger. Okay, Mr. Peters. Ich nehme Sie auch gerne mit, wohin Sie wollen. Ja, komm, der Rocker nimmt dich mit. Welcher Rocker? Ja, der hier. Ach so, Gerard vom Winterfell. Alles klar. Baudelaire hat doch tief, mein Freund. Bruders, grüß dich. Welches Auto haben Sie hier? Das rote? Das rote, ja. Ja, wer ist der Hitman hier? Ich beobachte nur die Situation. Was ist mit Ihnen? Ach, Sie kommen nicht rein. Was habt ihr denn jetzt? Jetzt komme ich rein. Gehen Sie rein. Pizza. Lassen Sie mich. Schön, es gab einen Fehler hier anscheinend gerade. Ich würde den Baseballschläger jetzt wegstecken an deiner Stelle. Ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, was ihr hier macht, sonst kriegt ihr gleich Besuch. Von? Ja, wie jetzt? Was seht ihr dann? Ich bin im Auto. Fahren Sie mal ein bisschen zurück. Dann ist es danach nicht mehr eure Tankstelle. Mein Tank ist leer. Das ist nicht dein Ernst? Ja, doch. Oh Gott. Oh Mann, ey. Au. Warte. Wer dreht denn hier schon wieder am Rad, Alter? Aua. Okay, Jungs. Ich bin wieder zurück. Sein Tank ist leer. Jetzt beruhigt euch, Leute. Hau ab da rein jetzt, sonst kriegst du nochmal eine. Aua. Guck mal, jetzt macht der nächste Schwert hier. Was, wer ist das? Beruhigt euch ein bisschen. Ja, der denkt, der wäre Hitman. Der ist Hitman. Ey, Grinch. Der ist kein Hitman. Der ist einfach nur Hipster. Ist das nicht die Frau, die Zombie gesungen hat in den 70ern? Tank mir mal hier. Der kriegt auf die Fresse. Ja, was denkst du, wo du hier bist? In Beverly Hills oder was? Am Hilton Hotel? Richtig. Ja, guck, willst du mich verarschen oder was, Glatzkopf? Naja, du hast einen guten Klamotten. Ich spiel mit deinem Kopf Bowling, wenn du weiter so machst. Ich weiß. Ich hab auch die Fashion Week abonniert, mein Freund. Achso, da gibt's im Gratis-Abo die Klamotten oder was? Nochmal, ich hab auch die Fashion Week abonniert. Was? Nochmal bitte. Ich sag, dann gibt's bei dem Fashion Week. Mein Gott, bist du Abo. Dumm. Und hörst du willst mich dissen. Bist du dumm, ja. Alter. Leck mich am Arsch. Was denn jetzt? Oh, was wird denn hier? Oh, lol! So wird das hier geregelt. Oh mein Gott! Der ist weg! Der ist direkt verschwunden! Die haben sie direkt aus der... Oh, da ist er!
Ja, dann sitzt du in ihrem Boden. Vielleicht können Sie mir sagen, wo ich eventuell einen Kleidungsladen finde, damit ich mich in die Gesellschaft integrieren kann bezüglich des Kleidungsstils. Komm mal mit mir, komm mit mir. Komm mit den Opa. Pass auf, das ist von. Du fährst jetzt mit mal zum Kleidungsladen. Du kannst nicht mit Opa. Wie viel Geld hast du? Acht. Acht was? Acht Apple oder was? 8K. Ah, alles klar, steig hin. Ein T-Shirt kostet 10.000. Oh, ein T-Shirt kostet wie viel? Wie viel kostet das T-Shirt 10.000? Opa, warte. Aua. Oh Gott. Aua. Oh mein Gott. Oh Gott, fahr doch nicht über ihn rüber. Dann mach mal drüber. Oh, das ist, der Kürzeste. Warte. Oh mein Gott. Wollen Sie denn erstmal auf den legalen Weg bleiben? Natürlich. Ja, ich höre Raketen. Nein, das sind Flugzeuge, die abstürzen. Was? Von der Flugschule, ja. Da sind die stürzen ab. Ja. Oh, okay. Da meinen ein paar so Vollprofis, die können hier gleich mal mit einem riesen fetten Jet rumfliegen, ne? Ja gut, dann wenn sie... Also, ich dachte, das sind Raketenwerfer. Dass das nur Flugzeuge sind, die abstürzen, beruhigt mich natürlich ein wenig. Das ist ja alles im Norden, ne? Das hört man bis hierhin. Ja. Das ist wahrscheinlich, wenn das nördlich ist und sich das wie in Deutschland verhält, dann sind das bestimmt irgendwelche Prank-YouTuber aus dem Norden, die irgendwelche Bombenpranks machen. Oh Mann. Die lachen, Alter. Wir haben eine sehr rege Fantasie. Ey, psst, zieh da links. Sie in dem schwarzen Anzug. Kennen Sie die Antwort zu Frage 3? Leider nicht. Warum werden Wellensittiche mit in die Mine genommen? A. Für Unterhaltung. B. Weil Vögel. C. Ich wusste doch, es war C. Bane, ich bin durch. Ich hab's geschafft. Ja. Solange sie nicht kaputt geht, ist das schon gut. Oh Gott! Was denn? Nichts. Sie hätten aber auch geradeaus fahren können, ne? Hätten sie den Schleichweg nicht nehmen müssen. Ach. Na, soll ich anschieben gehen? Ja. Nee, ich hab's geschafft. Ja, gut. Mit Schwung jetzt! Nicht mit zu viel Schmackes, sonst sind die Dämpfer kaputt. Ach, das ist doch nur, der geht doch da zurück in die Werkstatt, oder? Ja, und was meinen Sie, Herr Lensch, wer dann wir dies bezahlen, ne? Ich, ja, genau, richtig erraten. Ja, gut. Ja, ich nehme Sie Rücksicht. Haben 1000 Punkte. Ich nehme Rücksicht. Ist doch gut. Ich werde sorgsam mit diesem Fahrzeug umgehen. Ja, das sieht man, ne? So. Sehr sorgsam. Noch Zaun mitnehmen. Wollen Sie vielleicht den Wassertank davor noch mitnehmen? Ja, wenn Sie sagen, so würde ich mich nicht nehmen. Würde ich mir nicht nehmen lassen jetzt. Also so weiße Haare scheinen ja im Trend zu sein. Wir haben hier noch jemanden. Hallo? Hi. Ja, weiß macht sexy, ne? Ja. So sieht's aus. Und vor allen Dingen wird man nicht so streng von der Polizei kontrolliert, ne? Ja doch, leider. Wow! Wow. Was ist jetzt passiert? Ich bin synchron. Ohne Probleme. Er zwinkert auf jeden Fall. Er scheint noch zu leben. Sir, können Sie mich hören? Können Sie mich... Zwinkern Sie zweimal, wenn es Ihnen gut geht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, er scheint ein Problem zu haben mit Zahlen. Sie, vielleicht er hat Kopfwunde. Wir müssen schauen, dass der Medic bald kommt. Ich habe schon dieses Bisch raus. Jedes Mal, wenn ich Sie sprechen, habe ich Bock auf eine Lasagne. Das ist ganz merkwürdig. Wir können mir jetzt sofort eine italienische... Irgendwas vom Italiener. Das ist vielleicht total rassistisch schon. Oh Gott! Der ist gerade... Oh Gott! Bei mir ist der gerade aufgestanden und hat mich an der Schulter berührt. Wie jetzt?
Hey, hallo. Ich glaube, sie haben... Warum ist die Tür am LKW offen und zu? Und warum läuft der... Oh mein Gott, ist das hier so Paranormal Activity? Vielleicht hat seine Geist die Körbe verlassen. Der ist doch zu, oder? Ist zu? Warum läuft der Motor jetzt? Machen Sie mal zu jetzt. Machen Sie mal auf. Ich glaube, der Geist von dem Polizist hat die Körbe verlassen. Rain, was sind so deine Erfahrungen mit der Polizei hier? Ja, mal gut, mal... Oh, hä? Jetzt ist er weg. Bah! What? Was Check out so. Was so? Was ist hier los? Auf einmal ist weg. Vorsicht! Wir stehen hier! Wie, der ist weg? Der war doch gerade hier! Der war gerade da! Unheimlich, was hier alles passiert. Herr Lenz, wir, glaube ich, verschwinden hier. Ja, besser ist, besser ist. Ist mir ungeheuer. Sehr gruselig. Oh. Ah. So. Ich kann nicht mehr als 2 nehmen. 2 ist so Maximum. Mehr passt nicht in mein Inventar. Tatsächlich. Was so? Was denn jetzt passiert? Ja, wie jetzt? Hä? Herr Lenz, sind Sie im Fahrzeug oder schon heraus? Was war das? Das Auto fuhr noch mal nach vorne. Ich habe keine Ahnung. Mann, jetzt geht's hier aber ab. Was? Ich kann 7 rausholen? Motor aus. Hä? Was soll das? Warum was ist denn jetzt? Die ganze Zeit rum? Oh mein Gott! Was passiert hier? Das ist bestimmt dieser Polizist. Wir werden nun von einem Geist verfolgt. Komm raus, du Sack! Komm her! Ja, komm her zu mir! Beruhigen Sie sich doch mal. LOL! Wo bist du? Komm raus! Was so? Ben! Ja? Pack die Knarre weg, Mann! Okay. Hast du schon mal einen Geist gesehen, der an der Kugel gestorben ist? Nein. Das lernt man doch schon bei Harry Potter. Verfickte Scheiße, Bane. Ich dachte, Mann, wir sterben. Es tut mir leid. Fucking Bane. Oh Gott. Ist das erschrocken? Ja, nee. Neben mir werden Schüsse aus einer 9mm abgeschossen. 50 Kaliber. Besser. Läuft, ne? Gott, Bane. Es tut mir leid. Ich bin immer noch. Ich muss wahrscheinlich in so eine posttraumatische Disorder-Sache. Klinik. Klinik, ja. In die geschlossene. Ja, bitte nicht. Soll ich dich hinfahren? Nein. Soll ich deine Hand halten? Nein. Hi. Ja, das ist nicht schlecht. Aber es gibt dort eine sehr schöne Jacke in Gelb. Es sieht halt aus, als würde ich. Als würde ich in einem Stripclub arbeiten. Oh mein Gott, Manfred Lenz. Was haben wir nur getan? Versuch mal einen Wheelie jetzt. Woo, let's go! Was machen Sie denn, dass sich den Lebensstandard, den Sie hier Augen stellen? Oh mein Gott! Oh, wow, 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 wow. Oh mein Gott! Okay. Was machen Sie denn so in der Stadt? Sind Sie neu hier? Ich bin gestern angekommen. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Oh. Ja, genau so ist die Reaktion in der Regel. Oh. Tut mir leid, ja. Ja, ja so ist das halt, ne? Was soll ich tun? Achtung. Kommen Sie gut mit der Polizei aus? Also ich bin schon einige Male gesessen, ne? Oh! Die kommen wohl nicht so ganz klar mit dem, was ich mache, aber rein theoretisch habe ich nichts gegen die lieben Herren von der Polizei. Was haben Sie denn, was wurden Sie denn hinter Gittern gebracht, was Sie angeblich gemacht haben sollen?
Ja, ich bin inoffizieller Servicetechniker für die Bankautomaten. Ich habe dann ein Studium absolviert, ne, Informatik studiert. Aha. Ja, da versuche ich mich immer ein bisschen an den Automaten, ne, ein paar Bugfixes hochzuladen, so halt, aber das sehen die nicht ganz so gern. Hast du auch wieder nur zwei in die Tasche? Oder eins? Oh Gott! Oh mein Gott! Was passiert? Sir! Alles in Ordnung bei Ihnen? In meiner Freizeit habe ich die Parteizentrale mit Eiern beworfen. Oh. Und habe mir sozusagen so ein bisschen mein Hobby. Also ich kann sehr gut mit Eiern. Oh mein Gott, Sie dürfen doch nicht einfach aussteigen, Herr Lenz. Ja, mir geht's gut. Meine Arme haben mich abgefangen. Das passiert. Ein bisschen Schramm am Oberarm jetzt hier. Diese rasanten Situationen. Ja. Oh mein Gott! Meine Güte. Was sollte das denn hier? Was ist denn Ihr Problem? Okay, dann fahren wir erstmal hier oben zu einem ATM. Ich hole mir die 50k und dann machen wir das. Oh, hier ist ein Motorrad. Oh, da vorne ist doch hier. Hier! Das ist doch so ein Kandidat. Wow. Fährst du ein? Was denn? Was möchten Sie haben? Irgendwas hat mich doch gerade hier angepöbelt. War das der Motorradfahrer? Ich habe ehrlich gesagt nichts gehört, aber wir können dem gerne mal die Leviten vorlesen. Da vorne ist er. Ey, sag mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ja, wir wollten fragen, was Ihr Problem ist. Sie haben uns vorhin angepöbelt, aber wenn Sie sich augenscheinlich in... Ihr seid in der Kreuzung... Sorry. Ihr seid in der Kreuzung einfach stehen geblieben. Ich wäre fast hin drüber gefahren. Also wir stehen ja grundsätzlich nie. Unser Leben steht nie still. Was haben Sie eigentlich an? Ist Ihnen aufgefallen, ja? Recht und Ordnung. Warum sind Sie denn so oberflächlich? Darf ich vorstellen? Hier, Recht und Ordnung. Oh. Putzig. Putzig? Sie tragen ein verficktes Partytuch. Nehmen Sie sich mal bitte ein bisschen Rücksicht. Bewerten Sie bitte nicht den Modestil. Ja? Ja, aber damit trägt man doch kein Partytuch. Ein Partytuch trägt man, damit man ein politisches Statement macht und von anderen Leuten ausgelacht wird. Wie diese komische Frisur. Aber doch nicht, weil man Halsschmerzen hat. Nimmt man Dobo-Dobendan. Ich kann Ihre Nippel sehen, durch die Weste, okay? Ja. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Das ist halt eine spitze Angelegenheit hier. Kurt. Ja, dann warum sind wir denn alle so oberflächlich heute? Ja, ich wurde aufgrund meines Modegeschmacks hier gerade kritisiert. Da kann ich ja mal was zurückgeben. Nee. Niemand will hier irgendwen umbringen. Niemand wollte jemanden umbringen. Ihr habt mich von der Straße gedrängt. Wollt ihr mich verarschen? Nichts ist passiert. Nichts ist geschehen. Ich weiß nicht, was Ihnen an dem Fahrzeug da hinten auffällt. Ne? Augenscheinlich ist es ja ein Daimler. Und die Daimler haben immer Vorfahrt. Junger Mann. Mit dem Erwerb dieses Fahrzeugs habe ich den uneingeschränkten Vorfahrtszugang zu allen Kreuzungen auf diesem Planeten gelangt. Das heißt, wenn Sie sehen, okay, da kommt ein Daimler, dann lassen Sie den... Ey! Nimm den Hammer, lassen Sie die Karre in Ruhe! Alter! Ah! Machen Sie sich dünne! So, das halte ich von dem scheiß Daimler. Den Spiegel ist der... Alter, der hat mir den Spiegel zerbaust, du. Ich glaube, ich drehe durch. Kurt. Sie stehen auf meiner Scheißliste, Kurt. Die hat echt wieder Helme da drin. Arschlöcher. Kurt! Er ist ganz schön aggressiv, ey. Tja. Der Kleine reicht erstmal aus. Oh, Achtung. Ihre Kollegen. Oh. Scheiße, haben wir die Parkscheibe reingelegt? Guck mal bitte, ob wir die Parkscheibe drin haben. Hallo Officer, schöner Tag heute, oder? Moin. Ja, ich würde sagen, die Sonne strahlt, nicht? Ja, nicht nur die Sonne strahlt, sie scheint ja auch heute richtig, richtig schick, richtig fesch mit der neuen Krawatte. Die ist doch neu, oder? Die ist frisch gebügelt, die hat mir die Mama vorhin am Nachttisch gelegt, kann man sagen. Ja, Sie wissen ja wieder das mit den Frauen. Ja, das ist schon, ist ansprechend. Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Nix. Ich dachte mir, ich will mal über das Level Kaffee kochen kommen und dachte mir, dass ich hier auch mal ein bisschen was studiere, nicht wahr?
Ach so, sie lernen auch? Das ist Weiterbildung? Ja, richtig. Hm. Was gucken Sie sich an? Den erweiterten Waffenschein. Oh, das ist ja Zufall. Ich mache mir gerade den Waffenschein hier. Oh. Aha. Natürlich aus reinen Personen, also Selbstverteidigung. Man lernt ja auch ein bisschen Jiu-Jitsu. Das Übliche. Kannst du mal verrückte Leute mit einem Hammer und einem Palituch angreifen, mitten auf der Autobahn. Ja. Ja, ist gerade passiert, kein Joke. Ich glaube, da war auch Alkohol im Spiel. Ja, also was auf jeden Fall im Spiel war, war schlechter Modegeschmack. Naja, wenn ich mich hier so umgucke, ist das nicht so selten. Meinen Sie, haben Sie mich gerade gemeint, oder? Nö, ich meine das allgemein. Was sagen Sie mal, von 1 bis 10, Meinung zur Weste? Ja, da würde ich dann eine glatte 4 verteilen, nicht? Eine 4 nur? Ja, sicher. Das ist aber eine schlechte Bewertung. Meinung gefragt, nicht wahr? Gut, ne? Eine 1 wäre schlecht. Eine 4, das ist, ja. Eine 4 ist trotzdem schlecht. Das ist... Was haben Sie denn? Ja. Wie lange sind Sie denn Polizist schon? Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Mein Name ist Herr Sorgenfrei. Herr Sorgenfrei. Mhm. Da sind Sie aber, haben Sie aber den falschen Namen für den falschen Beruf, oder? Absolut nicht. Absolut nicht. Absolut nicht. Alles klar. Lensch war das jetzt, ja? Ja, Lensch. Manfred Lensch. Lensch wie Rheinlenschen. Lenschen. Oha. Ja, das gemeine Adjektiv. Wo kommt denn so ein wunderschöner Nachname her? Ja, Mecklenburg. Ich muss es jetzt sagen. Mecklenburg-Vorpommern. Oh gut, dafür können Sie ja jetzt auch nichts, ja? Warum sagt das jemand? Also jemand, sage ich. Warum sagt das jeder? Jeder bemitleidet mich aufgrund meiner Herkunft. Das tut mir leid. Ach, das ist eigentlich kein Mitleid, ne? Ich meine, das kann sich niemand aussuchen, aber ich habe gehört, da oben ist er doch ganz schön, wie soll ich sagen? Baldig. Bräunlich gefärbt, ne? Ja, es ist, sagen wir mal, es ist ein Tannenwald ohne Nadeln. Ja, das kann man sagen. Ja, gut, das... definitiv. Ich würde Ihnen jetzt am liebsten gerne was in die Weste stecken. Nee, lassen Sie. Ich sehe schon so auch ein bisschen wie Stripper. Da müssen wir nicht noch den Eindruck erwecken für die umstehenden Leute. Was machen Sie denn so hobbymäßig? Ja, hobbymäßig mache ich zum Beispiel Popcorn. Also ich kann gut mit Eiern. Sie können gut mit Eiern. Ja, genau so. Vielleicht den Titty Twister oder sowas empfehlen, der Herr. Den Titty Twister oder. Es ist so, es ist einfach, es klingt einfach, aber so ist es. Ja gut, also Herr Lensch war das, ja? Herr Lensch, wie Rheinlenschen. Herr Lensch, ja. Gut. Herr Lensch kann also mit Eiern, das wird mal eben notiert. Ja, wenn Sie, apropos notieren, wie sieht's denn aus bei Ihnen? Ich würde gerne mal einen Schnupperkurs machen. Wie handeln Sie das? Na gut, jetzt wo Sie das mit den Eiern erwähnt hatten und Schnupperkurs, können Sie sich vorstellen, habe ich da... Was denn? Die Assoziation. Was denn? Nur weil ich ein begeisterter Osterfan bin, heißt das doch nicht, dass Sie sich jetzt hier gleich wieder was weiß ich interpretieren müssen. Jetzt interpretieren Sie aber was in meiner Aussage. Nö, ich finde das sehr spannend. Der Schinken und doch die Herrscher. Was zur Hölle? Oh mein Gott, das ist aus dem Hintergrund. Nee, schnuppern können Sie, ja, ne? Wo wollen Sie denn schnuppern? Ist das jetzt eine Fangfrage oder was? Wie soll ich das jetzt beantworten? Was ist das? Das Gespräch jetzt mit den Eiern mitbekommen und jetzt wird hier mit Schnuppern gefragt. Also, glaube ich, gehe mal lieber. Der Herr in Weiß, bewerten Sie doch mal die tolle... Die Optik? Das tolle Hemd, Schrägstrich Weste. Also, ich würde erstmal die Frage stellen, ob er den Helm tragen muss, weil ihm seine Mutter sonst nicht rauslässt. Oder ob das aus Sicherheitsgründen... Wir gerade bei dem Thema Mutter sind. Also, meine Mutter hat mir beigebracht, ja, wenn man nichts Gutes sagen kann, sollte man es lassen. Also würde ich das Thema mit der Weste gern überspringen wollen. Oh, na sehen Sie, das ist eine diplomatische Antwort, die hätte mir auch einfallen müssen, glaube ich. Nö, für einen Praktika können Sie einfach mal fröhlich klingeln, vorzugsweise in den Abendzeiten, wo dann auch ein bisschen mehr Betrieb ist. Mhm. Und dann wird man sich bei mir melden und fragen, ob das okay ist, wenn Sie sich da einen Herrn mitnehmen, der mit Eiern umgehen kann, zum Beispiel. Nur als Beispiel. Sie halten, Sie fixieren, Sie sind aber ziemlich eierfixiert dafür, dass ich der Eierfixierte bin. Verstehen Sie? Ach so, nehme ich Ihnen da gerade den Kosten ab. Ach du, hallo. Vorsichtig mit dem Fahrrad hier. Mensch, der Herr, Sie haben aber ganz schön, das könnte man auch unter Narkolepsie verbuchen, ne? Was, dass ich schon wieder eingeschlafen bin? Da kann ich nichts für. Ja, ich habe mal Test. Alkoholiker sagen auch, dafür können Sie nichts, nicht? Ich mache mir halt gerne sehr konzentriert mein Bett. Guten Tag, der Herr. Guten Tag.
Hallo. Was machen Sie konzentriert, was? Mein Bett. Ihr Bett? Mein Bett. Ja, man muss ja also auch immer dabei. Eine wunderschöne Weste und ihr Feldbett. Ja, ich bin großer Minecraft-Fan und hab mein Bett immer dabei. Ach du Gott, dann müssen wir aber über... Was ist denn jetzt? Wo kommen die Vorteile her? Das erklärt die Weste. Das ist ein fantastisches Bauspiel. Ja, ich möchte meine Autoschlüssel wieder. Da habe ich mein Hausdesign drin in Mecklenburg. Sie haben den Herrn ihre Autoschlüssel gegeben. Ich habe ihm vertraut. Du Heiliger. Was denn? Ist doch alles gut. Aber was Positives hat die Weste, oder? Was Positives bestimmt. Ja, die lenkt von dem Gesicht ab. Ach, ich bitte Sie. Sagen Sie mal, wer sind Sie und warum quatschen Sie hier dazwischen? Warum quatschen Sie dort einfach dazwischen? Das hat Sie niemand nach Ihrer Meinung gefragt und Sie kommen jetzt hierher und sagen, ich bin nicht attraktiv. Das habe ich nicht gesagt. Sie haben gerade gesagt, dass diese Weste von dem Gesicht ablehnt und das impliziert, dass Sie mich nicht attraktiv finden. Nein, über Geschmack lässt sich ja streiten. War das nicht auch der Herr, der bei der Benotung verzichtet hat? Ja, absolut. Kommt her, verzichtet auf Benotung und macht irgendwelche Westenkommentare. Und vor allem zieht er den Helm aus, ohne zu fragen. Ja, ruhigen Dienst wünsche ich. Ja, den werde ich um die Uhrzeit wahrscheinlich noch haben, ja. Alles klar. Hoffentlich denken Sie. Was? War da gerade ein Angebot? Das war der Typ mit dem Helm. Ja. Sagen Sie mal, ist das Ihr Fahrrad? Ja. Kommen Sie mal her, fangen Sie mal noch nicht an zu lernen, bitte. Allgemeine Verkehrs- und Personenkontrolle. Gedrängt! So, kommen Sie Dankeschön, mal die Herrschaften da drüben. Was denn? Sie haben Ihr Fahrrad da definitiv... Kümmern Sie sich nicht. Kommen Sie mal ein Stück zu mir her, bitte. Ja, ich würde erstmal ein bisschen durch die Stadt fahren, mal gucken, was wir so sehen. Was eventuell schon Interesse ist. Oh Gott! Mein Mercedes! Ah! Was macht ihr gerade für Kurse, wenn ich fragen darf? Ich mache ja gerade meinen Waffenschein. Ja, und er macht einen Sprachkurs anscheinend. Was für einen Kurs machen Sie? Also ein Sprachkurs, okay, ja, das vielleicht kann ja sein. Vielleicht sollten Sie mal lernen, sich richtig anzuziehen. Vielleicht wäre das ja ein richtiger Kurs. Also ich bitte, ja, bitte, das darf jetzt hier nicht ausarten. So, ich bin dabei, ne? Also, da scheint ja auf jeden Fall ein BIOS-Update zu brauchen. Da ist ja noch Windows XP drauf. Oh, lol, Windows... Was? Windows ME? Das war persönlich mein Favorit. Oh, nein! Und wie sieht's aus, ebenfalls? Ne, also hier ist ordentlich Windows XP mit der silbernen Taskleiste drauf. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Muss nur das Hintergrundbild ändern, in grüne Idylle. So, jetzt kommt damit auch zurecht. Oh. Ja, das ist doch dann wenigstens einfacher als das hier, was ich hier machen muss. Ich sehe schon, wir haben das hier voll im Griff, ey. Ja, wir sind ja auch ausgebildet. Oh, ja. Alles klar. Schönen guten Tag. Guten Tag, die Herren. Die Bankautomaten werden momentan leider gewartet. Wenn Sie noch 5 Minuten warten können, dann können Sie da gerne Ihr Geld abheben. Ja, das ist wahrscheinlich ein automatisiertes System. Wir waren schon angekündigt, aber das automatisierte System hat das wahrscheinlich nicht gesehen. Ach so, ja gut. Hallo? Also mein erstes Hörtchen da mit der Hauptsekretärin. Kleinen Moment, vielleicht haben Sie ja irgendwo hinten im Office wen sitzen. Nee, Office ist zu, da ist keiner da, die haben einfach geschlossen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn für eine Bank? Die beiden Herren machen hier wohl irgendwie ein Update und ja, wir haben einen Call gekriegt. Einen Call haben sie gekriegt. Wir haben einen Call gekriegt, wir haben ein ID-System. Oh, Herr Song! Frei. Wir haben uns ja gerade getroffen. Das ist richtig, der Herr, der mit den Eiern gut umgehen kann. Ja, wir haben an der Universität noch einen IT-Kurs gemacht und haben uns dann als selbstständiger Servicer-Techniker für die Bankautomaten mehr oder weniger so einem Provisionsverfahren unterlegen. Das ist ja so ein, das wird ja alles outgesourced und darum überprüfen wir jetzt sozusagen die Automaten. Okay, das sind ja die Logs jetzt von den beiden Automaten. Jetzt ist aber noch die Frage, Sie müssen ja einen Auftrag erhalten haben von der Bank, um das zu machen. Wer von Ihnen hat denn den Auftrag? Der Auftrag ist im System, warten Sie, da müssen Sie in den, können Sie kurz ins, ich schließe Ihnen das Auto auf, wir haben so einen kleinen Ticker, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ein Ticketsystem. Das kriegen wir via Ticket rein. Ich mache Ihnen das Auto auf, Sie setzen sich rein und schauen dann einfach auf die Mittelkonsole. Das letzte Ticket, was drin ist, das ist dieser weiße Benz hier vorne. Das letzte Ticket, was drin ist, ist dann halt hier außerhalb, an der Brauerei. Ich schau mal eben. Oh, Vorsicht mit dem Fahrzeug.
Achtung. Ja, gehen Sie mal lieber ganz ruhig. Auto. Ich bin ein Fliegenewig. Das hat das Fahrzeug gerade scheinbar registriert. Und hier auf Ergo. Hat's fast überschlagen. Oh, gute Nacht. Ich bin eingeladen. Schlaganfall. Gute Nacht. Oh. Schlaganfall! So, stell mal vor, du bist irgendwo und jemand hat tatsächlich einen Schlaganfall und der Typ sagt dann: Schlaganfall! Oh, da hat jemand einen Schlaganfall. Jedenfalls ist ja da keine Unterschrift oder irgendwas bei. Haben Sie denn von der Auftraggeberin Frau Schlotter? Ich kann Ihnen den, das Kärtchen geben und den Unterstellung, dass wir als selbstständige Mitarbeiter für die Firma arbeiten. Moment, ich gehe kurz ins Auto. Ich hätte tatsächlich sogar eine Telefonnummer von der Frau Schlotter. Na, das hört sich doch ganz gut an. So, und hier ist der Hupsala. Hier ist der Vertrag. Da ist die Kärtchen. Und die Nummer war, was war die Nummer, Frankie? Ja, nennen Sie mir mal die Nummer. So, die Telefonnummer war die 323 944. 323 944. 947. 947. Genau. Gut, dann werde ich doch mal versuchen, da direkt jemanden zu erreichen, nicht, dass es zu Missverständnissen kommt, ne? Ja. Ja, gerne. Ja, wunderbar. Fabi, das Auto passt nicht zum Nummernschild. Ja, das ist ein Nummernschild. Da steht Ballast drauf, Ballast in Purple. 323. Wenn Gang, dann richtig. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich die Ganglinie prüfen, oder nicht? Was muss überprüft werden hier? Steh mal auf, was ist denn mit dem Auto los? Sie haben hier ein Nummernschild und bekennen sich öffentlich zu der Gang. Einen wunderschönen, Sie mal kurz ein bisschen ruhig sein, hier bitte, ich telefoniere gerade. Oh, wir müssen mal ruhig sein jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Sorenfrei, Polizei am Telefon. Spreche ich da mit der Frau Schlotter? Safe Call, Frankie verstellt gerade seine verfickte Stimme, Alter. Gut, also die Dame, danke erstmal für Ihre Geduld, wie auch immer, Zeit, ne? Ich prüfe den Rest hier und dann Ihnen einen schönen Tag. Ja, adios. Mein Gott, wo haben Sie denn die Frau Schlotter auf? Ja, weil die hört ich habe ehrlich an, gesagt noch nie mit der gesprochen. Mein Gott, die hört sich ja an, als hätte die Testosteron-Schokolade gefuttert. Hat ein bisschen Bart die Stimme, ne? Ja, das war ein bisschen sehr hart die Stimme. Aber ja, gut, ne? Das ist bei Frauen heutzutage im reifen Alter ja nicht selten. Gut, dann würde ich mal sagen, wollen wir mal die Party hier auflösen. Ja, wir machen uns gleich los zum nächsten Auftrag. Ja. Ja, wie gesagt, richtig. Denken Sie daran, jeder Auftrag wird komplett überprüft, nicht wahr? Ja, ja. Ja. Und ich denke mal, dass Frau Schlotter vielleicht sogar die Dame ist, die man hier sieht. Dafür hat sie aber eine sehr komische Stimme. Ich meine, die Augen sprechen ja für sich, ja. Ja, die gut, sieht aus, als Gesicht keine Ahnung, also das sieht eher... Auftraggeberin habe ich jetzt persönlich auch noch nicht gesehen, aber von der Stimmlage her würde ich sagen, dass es eine sehr attraktive Frau ist. Ich glaube, die hat auch eine Rolle, wow. Eine Rolle gespielt in dem neuen Mass Effect. Ich glaube, die hat bei Candyman's Fluch gespielt oder was? Gucken Sie sich mal die Hände an. Also, ich glaube, ist es nicht die aus Saar auf dem Dreirad? Kennen Sie nicht Edward mit den schweren Händen? Vielleicht ist die Vorlage. Ist irgend so was Edward mit den schweren Händen? Der. Oh Gott! Ein Film. Du meinst den Elefantenmensch. Du meinst den Elefantenmensch. Das ist wieder was anderes. Nein, ich meine Edward mit den Scherenhänden. Ja, ist ja gut. Jetzt aber genug. Officers, Sie war meine Ehre. Dankeschön. Schön. Tschüss. Ja, Herr Sorenfrei, ich will Ihnen. Tschüss, einen schönen Tag noch. Kennst du eine Frau Schlotter? Du hast hinter der Bank gestanden und deine Stimme verstellt, oder? Ja, ich habe kurz telefoniert. Aber, anscheinend konnte ich ihn überzeugen. Ja, er hat gesagt, es ist eine außergewöhnlich maskuline Stimme gewesen. Ja, Frau Schlotter im Apparat. Hallo? Kann der uns eigentlich hören, wenn wir nah genug dran sind, obwohl wir im Auto sitzen? Normalerweise nicht. Je nachdem, wie du deinen Sprachmuskel eingestellt hast. Hm. Meinst du, der fühlt sich verfolgt? Weiß nicht. Also irgendeiner erlaubt sich hier gerade ein Späßchen mit meinem Telefon.
Hallo? Ja, guten Tag, wer ist denn da? Den Herrn Colotta haben Sie am Telefon, Frankie. Ja. Ah. Hallo, Herr Sorgenfrei. Wie kann ich Ihnen... Ja, ich habe gerade die Weiterleitung der Frau Schlotter am Telefon. Die ist im Moment in der Mittagspause. Die macht nämlich von 15 bis 16 Uhr Mittagspause und ab 17 Uhr hat die Feierabend. Außerhalb dieser Zeiten wird das Telefon auf mich weitergeleitet. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr Sorgenfrei, ja? Dankeschön. Oh, ungefähr so, ja, dankeschön. Auf Wiederhören. Alter Scheiße, da hat er... Das hat er wirklich angerufen noch? Der hat mich komplett verarscht und eiskalt erwischt. Scheiße, Alter. Der hat zuerst seine Stimme verstellt. Also wie gesagt, das müssen Sie mit meiner Versicherung... Ja, wir machen das. Wir klären das jetzt mit ihm. Bleiben Sie noch ein Sekündchen hier. Wir machen das fertig und wenn das geklärt ist, dann komme ich sofort zu ihm. Hallo? Herr Stein? Ja. Herr Stein? Können Sie mich hören? Oha. Herr Stein? Herr Stein? Herr, jetzt bleiben Sie doch mal ganz entspannt hier. Herr Stein, stehen, ne? Kommen Sie doch mal rüber. Ich bin noch gezwungen, Ihnen eine Fixierung anzulegen. Herr Stein, hier drüben, der Mann bleiben mit der Weste. Da, der Herr mit dem wunderschönen Westelein. Herr Stein. Der Herr, meine letzte Warnung an Sie. Herr Stein! Herr Stein, wenn Sie nicht bald reagieren, kriegen Sie von mir eine Fixierung. Möchten Sie das? Möchten Sie nicht? Also, setzen Sie sich mit dem Herrn mit dem wunderschönen Hemd Weste aus. Oh mein Gott, Miros, Miros, Polizia, da brennt dein Auto. Sehen Sie das auch? Herr Stein! Ja. Aber gut, das sollte ja nun offiziell gelöst werden. Ich glaube, das war auch der beste Weg. Denn der Herr, der hätte wahrscheinlich mit Pflastersteinen bezahlt, die er da irgendwann an Ware dran holt. Ich muss mal eben die Frau Schlotter anrufen. Rufen Sie mal die Frau Schlotter an. Die können Sie mir bei Gelegenheit ja mal vorstellen. Wow! What the fuck? 6. Alles klar. Ja, super, ich bedanke mich. Warte, warum fragen Sie? Ich meine, haben Sie das anzubieten? Wir haben tatsächlich ein tolles Angebot für Sie. Okay. Das ist doch der Mann, der mich fast erschossen hat gerade. Das muss sich wohl um ein Missverständnis gehandelt haben. Was ist passiert? Der Herr möchte gerne mit uns über seine Autoversicherung sprechen. Autoversicherung? Ja. Autoversicherung, korrekt. Sie abonnieren die Fashion Week, oder? Sind Sie neu hier? Sie sehen verrückt aus. Ja, ich hab ein bisschen, ja, ich mag Westen. Neu, ja? Muss ich mal kurz checken. Süß. Curtis hat recht, als er mir von dir erzählt hat. Curtis hat recht? Wir sehen uns noch. Sicher, dass das ein Kunde für eine Versicherung ist und nicht jemand, der gerne an Füßen riecht? Ich glaube, der hat dich gerade ein bisschen abgecheckt. Ich glaube, ich muss ein Stück laufen. Oder ich rufe jemanden an. Ich glaube, ich habe keinen. Oder ich hole mir einen BMX. Gangster-Shit. Oh, ich muss das aufschließen? Okay. Ich hätte auch BMX-Profi werden können, glaube ich. Oh mein Gott, Easy 360! LOL, ich bin echt ein krasser BMX-Profi. Wo hatte ich denn Kevin Doll? Oh, wow, oh mein Gott! What the fuck happened? Fahr erstmal zur Tankstelle hoch. Vorsicht, wir fahren jetzt hier hoch. Nicht, dass wir sie umfahren.
Gott, Alter! Alles, ich hab alles im Griff. Hans, doch mal. Was, was? Frankie, du fährst total beschissen Auto, Mann. Das ist das Auto, glaub mir. Was ist der süß hier? Was ist das denn? Was haben sie. Was ist das denn? Ist das so ein Pizzahutwagen? Der ist voll high. Ja, ich glaube, der. Ich glaube, dem müssen wir mal weiterhelfen. Hör mal, Kollege. Ey, ey, Frankie! Der will sein Pornoheftchen haben. Drück das Ding raus. Frankie! Hör auf! Hör auf, ey. Den. Ja, da werde ich wild. Ja, aber der ist auch einfach nur weil der gerade seine. Wer weiß, was für Gedanken gib hat. Gib ihm das scheiß Pornoheftchen! Ah! Vorsicht! Guck mal, da vorne kommt was. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Unschlimm, Kids. Digga, keine Ahnung, wer hier sicher ist, Mann. Aber ich erinnere mich an so ein paar Gesichter hier. Ja? Ich würde mich auch gerne an Gesichter erinnern, aber ich... Hey. Was zur Hölle, Mann? Max, ganz gut. Hast du deswegen... Hast du mich gerade angeleckt? Der hat mich an der Schulter angeleckt, Mann. Der hat mich angeleckt, ich schwör's dir. Der hat mich angeleckt! Wir kennen uns doch noch. Weeps for life! Woo! So, ich bin aber irgendwie, keine Ahnung, die Käfer, die haben mich irgendwo am Flughafen rausgelassen. Manfred. Was denn? Oh, sorry. Die Herren sind ja auch noch hier. Die Herren von der. Was für eine Organisation waren Sie? Wir verkaufen. Wir sind Scammers Versicherung. Was waren Sie nicht eben noch von dem Ballas? Nee, von nee. Wem? Wer ist denn das? Ballas. Sie nehmen wohl auch irgendwelche Drogen oder was? Sagen Sie mal, wollen Sie Ihren Helm hier? Unfreundlich, ja. Nur weil Sie einen Helm tragen, heißt das nicht, dass eine Schelle nicht richtig wehtut. Ja, das gleiche wollte ich auch mal zurückgeben. Du hast ja auch keinen Helm auf, ne? Sag mal. Mein Guter. Ja, was ist? Was soll das? Ach, jetzt zieht er schon wieder eine Pistole. Echt jetzt? Naja, was redest du denn hier? Stehst du an der Tankstelle in einem ganz fremden Gebiet, mein lieber Freund? Du ziehst hier echt eine Pistole? Aber das ist ja auch nicht unbedingt dein Gebiet hier, oder? Gibt dir doch nicht das Recht, die Leute anzulabern. Hör mal, der Herr. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit dem Motorradfahrer hier. Aber der hier, der ist ziemlich unfreundlich. Wollen Sie Billard spielen oder was wollen Sie mit dem Ding machen? Wenn hier jemand Waffen draußen hat, dann spiele ich gleich Billard. Gar nicht, dein Kopf. Hey. Was ist, die Situation eskaliert hier gleich. Jetzt mach dein scheiß Knifte weg, ansonsten zu. Ey, Opa, ich poliere dir gleich deine Fresse und dann fallen die Dritten raus. Was ist das Problem? Alter, mein Schritt. Ey, immer mit der Ruhe, halt. Ey, stopp. Hey, hey. Jetzt packen wir alle mal. Waffen weg. Jetzt packen wir. Bang! Bald 2 Jahre. Oh mein Gott. Drei kleiner 3. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Meine schöne Weste! Tot kannst du nur sein, wenn du, wie sagt man? Wenn du hingerichtet wirst. Das ist per Antrag sozusagen. Ah! Oh mein Gott! Oh, ich lebe! Oh, doch nicht. Ja, erstmal tanken. Das kannst ja du übernehmen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich noch mit dem Auto kann. Bist du der Schwabe oder die an der Tankstelle? Bitte? Alter Sparfuchs. Ich hab nur. Das ist wie der Typ, der das Portemonnaie immer wegsteckt, wenn er bezahlen muss und auf Toilette geht. Ja. Wir sind ganz normale Priester der Kirche. Hier drin gibt's Dings gratis Sprite, ja? Ich schwör sogar. Ich trinke nur Pepsi für den Weltfrieden. Einfach der Auslöser so. Für das Byte ist Gott. Oh mein Gott! Segnen Sie ihn! Bitte unterlassen Sie solche Ausdrücke, das ist nicht gut für euch. Oh, entschuldigen Sie. Ja, ich wollte jetzt nicht blasphemisch wirken. Was ist denn da drinnen los? Nehmen die da ein Rap-Album auf? Was ist da los? Ja, hier ist immer ganz schwierig, ne? Am Polizeihauptquartier ist der inoffizielle Treffpunkt der Doofen. Also, ausgenommen wir und die von der Kirche jetzt. Okay. Oh, wer ist Christ? Alter. Glauben Sie an Gott, die Herren? Was für ein Gott? Allah Rekbe, ich sag's dir.
Falls eins dieser Fahrzeuge Ihnen gehört, ich möchte Sie mal darauf hinweisen, vor dem LSPD darf nicht geparkt werden, ne? War das nicht mal zeitweise ein Parkplatz, dann wieder nicht? Das war zeitweise ein Parkplatz, es wurde dann aber wieder abgeändert. Da können Sie mal auf der Straße. Oh Gott! Oh mein Gott, den müssen Sie festnehmen, der hat Alkohol getrunken. Was ist denn? Der Herr einmal aus dem Auto gesteckt. Hallo. Der Herr. Meine Güte. Was war das? Einmal aus dem Fahrzeug aussteigen. Was war das? Was war das? Da stand gerade Cheat. Oh. Officer, da ist gerade jemand in Ihr Fahrzeug gestiegen. Wie bitte? Da ist gerade jemand in Ihr Fahrzeug gestiegen. Das ist Ihnen aufgefallen? Ja, das ist unser Praktikant heute. Alles gut. Ach so, alles klar. Gut. Aber danke für die Info. Wie können wir denn noch jemanden vom LSPD hier unten erreichen? Im Moment bin ich gerade der einzige Polizist hier unten. Sind Sie der einzige, okay. Noch dazu ist es mein Schatz hier vorne links, müssen Sie wissen. Okay. So lassen Sie mit sich reden von den Praktikanten, oder was? Ah, da klären wir gleich vor, wenn keine Zeugen da sind. Alter, seid ihr... Ziehen Sie mal wieder einen Gürtel aus, sagen Sie. Er sitzt extra hinten, damit er mich nicht anfasst. Okay. Alles klar, dann viel Spaß. Dankeschön, gleichfalls. Werden wir haben. Motherfucker, Alter. Puh, ey. Das ist schon ein hartes Stück hier unten. Hörst du auch, dass jetzt ständig irgendwelche Scheiben zerbrechen? Ja, ich höre das auch. Wahrscheinlich wegen den Unfällen. Oh, das ist das Taxi. Oh Gott. Ach du Scheiße. Sag mal, Sie fahren ja wahrscheinlich gerade zu Carglass, oder? Wir machen das billiger. Das mit der Frisur hat ihm nicht so gefallen, sonst hätte er uns mitgenommen. Ja, oh Gott. Oh mein Gott, das geht halt immer noch. Der arme Typ. Ja. Ich meine, er war schon nicht der Hübscheste, aber dass da gleich alle Gläser zerspringen müssen. Möge's. Ja, wie ist jetzt hier? Also, es geht um mich hier. Also, wie gesagt, versuchen Sie es bitte nochmal in 1 bis 2 Stunden. Okay, also Sie haben jetzt keine Zeit. Oh mein Gott! Hey, wir müssen hier weg, Manfred. Wir müssen unbedingt Sagen Sie mal, Entschuldigung, hat eventuell jemand ein Hello Kitty-Pflaster von Ihnen? Ich blute ein bisschen am linken Arm. Ja, es wird echt Zeit, dass du Polizist wirst, Mensch. Wow! Alter. Oh! Oh! Fuck! Oh mein Gott, Hilfe! Sir! Wo sind Sie? Hilfe. Sind Sie unter dem... Oh mein Gott, den hat's zerrissen, ey. Mein Taxi, nein! Oh nein. Mein Gott! Fred, deshalb fährt man kein Bike mit Adiletten, Alter. Kurz einmal die Schmerzen. Alter, hat der Flipflops an? Der hat Adiletten an, Junge! Mein Taxi, nein! Das war doch noch so jung. Oh fuck, Alter. Heroin! What the fuck? Oh mein... What the hell? War das Raoul? Okay. Und wie ist das passiert? Wen hat's ja flach gelegt? Wie bitte? Wen hat's ja flach gelegt? Bruder Bishop hat's erwischt. Ja, wie lange lebt denn der schon? Ja, Bruder Bishop lebt schon sehr lange. Ne, wie er lange schon auf dem Boden liegt, schwer verletzt. Puh, ja. 5 bis 10 Minuten. Wow, es gibt einen Unterschied zwischen Liegen und Leben, oder? Mein Freund. Ich glaube, wir sollten aus dem Weg gehen. Ah, das ist ein cooles Gefährt. Na, der Raoul, bist du das nicht? Wer fährt denn da so ein teures Auto? Der das ist doch Raoul! Eine Spende an die Kirche abgeben. Was ist los? Raoul, sag mal. Ist mein Heroin-Dealer? Raoul, Mann, ich bin's. Hast du noch Stoff? Raoul, sag mal, was ist eigentlich dein scheiß Problem? Du bist heroinabhängig und fährst einen verfickten Monster-Truck? Ich hab doch gesagt zu deinem Kumpel, ich hab zu viel Geld gemacht und dann...
Du fährst einen verfickten Monster-Truck! Ja, was anderes ist so unsicher, wenn ich voll drauf bin. Ja, Raoul, leiste doch mal eine Spende an die Kirche. Ein Moment, bitte. Das ist gerade ziemlich laut. Ich weiß nicht, was schlimmer ist hier, Kirche oder Heroin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich bleib bei Heroin ganz im Ernst. Ja. Eigentlich ist beides schlecht. Irgendwann musst du lutschen. Wo kommt denn der Russe her? Ja, Bruder Bischof, lass uns mal herumfahren. Haben Sie es bald, schwarze Frau? Oh. Did you just assume his gender? Nein, sonst hätte ich Niger gesagt. Oh. Dickes Motorrad haben sie da. Mit welchem Auto willst du fahren, Bruder Bischof? Ich möchte ihn kurz... Sir, die sie hier gerade an der Garage stehen. Ich möchte ihn kurz meinen persönlichen Glückwunsch zur interkulturellen Kompetenz aussprechen. Danke. Das ist der Ghost Rider. Und wie sieht das aus? Ist er in irgendwelche illegalen Machenschaften involviert? Nicht, dass ich wüsste eigentlich direkt. Sind Sie sich sicher? Oh mein Gott! Eigentlich schon, ja. Sind wir bei Ihnen gerade durch irgendwas durchgefahren oder warum sagen Sie, oh mein Gott? Nee, alles gut, alles gut. So, schönen guten Tag, der Herr. Ah, Herr Sorgenfrei, hallo! Lensch. Herr Lensch, schönen guten Tag. Herr Sorgenfrei, ich bin hier für ein potenzielles Praktikum. Für ein potenzielles Praktikum? Warum denn? Was ist denn ein nicht potenzielles Praktikum? Nicht potenzielles Praktikum ist, wenn Sie sagen, nee, lecken also Sie Marcel. Mich. Ich hatte gehört, Sie können gut mit Eiern umgehen. Darüber können wir also mal kurz in meinem Büro sprechen, bitte. Alles klar, ich komme mit. Mir ist es zur Ohren gekommen, Sie hatten da auch ein Spezialgebiet in Ihrer ehemaligen Aufgabe. Die Jugendbetreuung habe ich gemacht. Ich habe die Jugendlichen betreut und versucht, die auf die rechte Bahn zurückzuführen. Erst schmeißen sie auf die rechten und dann wollen sie die auf die rechte Bahn zurückführen. Nein, die Jugendlichen auf die rechte Bahn zu führen, ist jetzt irre. Also ich könnte sagen, auf die rechte Bahn, ja, sie haben, ja, das ist richtig. Das ist eine fatale Formulierung. Sie haben die Formulierung tatsächlich gut debunked. Also ich habe sie versucht, dem gesetzestreuen Leben wieder zuzuführen. Ja, das hört sich doch schon viel besser an. Nicht, dass wir da in Konflikte geraten. Ne? Auf der einen Seite schmeißen sie und auf der anderen Seite bringen sie neue Kundschaft. Ne? Nee, das wäre eher so, naja, semi-gut. Folgen Sie mir auffällig. Wie folge ich Ihnen auffällig? So? Lassen Sie sich was einfallen. Ja, sehen Sie, das geht doch. Ein bisschen Fantasie brauchen Sie bei der Polizei. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht erzählen. Okay, sportlich ist er auch. Gut da. Das ist hier scheint ja. Kriegen wir das Gute oder? Also sind ja beide abgefuckt, die Fahrzeuge, ja. Na gut. Wie ist das eigentlich hier mit den Ampeln? Das ist ja aufgrund der. Also nach der Straßenverkehrsordnung habe ich ja immer so eher so eine, wie sagt man, so eine Idee. So von wegen, es ist rot, du könntest jetzt anhalten, aber naja. Ja, das ist von den Ideen nicht. Her bei jedem unterschiedlich, ja. Jeder hat andere Gedanken. Das ist also leider problematisch. Wir können jetzt zum Beispiel niemanden prüfen und sagen, hey, sie sind bei Rot gefahren, weil in seinem Gedanken könnte es anders sein, ausgesehen hat. Ja. Genau. Ah, verdammt, ich sehe, ja, okay. Deswegen die Regel rechts vor links, nicht wahr? Ja, das kenne ich aus MacPom, keine Sorge. Gut. Gibt es da sowas auch, ja? Ja, definitiv. Das ist sehr dominanter, die Regel, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, wenn sich jemand funktionieren würde. Nee, Frau bitte nicht! Sie sind sehr laut gerade geworden. Ja, das ist kein Problem. Lassen Sie den ruhig ein bisschen schreien. Ja. Machen Sie einfach das Fenster auf, dass der Schalldruck ein bisschen sinkt. Ja, dann lassen Sie das mal überprüfen. Ansonsten war das eine allgemeine Verkehrs- und Personenkontrolle. Haben Sie völlig richtig erkannt. Gut, dann machen Sie das bitte, was Ihnen der Herr Lensch vorgeschlagen hat. Ja. Packen Sie ein, wir kümmern uns drum. Ja. Dann bräuchte ich aber noch meinen Personalausweis und meinen Führerschein wieder, ne? Weil ohne weg jetzt hier nicht weggehen. Mhm. Haben Sie ja noch in der Tasche. So, hier haben Sie Ihre Papiere wieder. Ah, schönen Dank, schönen Dank. Auch Ihren Behindertenausweis, bitteschön. Bitte was? Ja, war dazwischen. Ja, war dazwischen, ja. Das ich habe den auch gesehen, aber das ist okay. Okay. Kann ja nicht jeder so gut bestückt sein, das ist halt alles. Ich verstehe das. Es kann passieren, ne? Brauche nicht peinlich sein. Gut, dann machen Sie das mit Ihrem Fahrzeug und dann sind wir ja alle zufrieden.
Zeit wie wild rum. Und Elder, vielen Dank für den Sub. Das ist schon zwei Monate, dankeschön. Ja, da sehen Sie, was passiert. Da ist gerade ein Auto in Ihr Präsidium geflogen. Nur bei Ja. Bleiben Sie ganz relaxed. Was ist? Scheiß Polizist, redest du mit mir? Hasta la vista, Baby. Was, wie war das? ACAB? Penis-Taser. Ganz genau. So, wie gesagt, das ist nicht wirklich die beste Methode. Das kann unmöglich ernst sein. Sie ja? Say hello to my little friend. Okay. Hat ein bisschen gedauert. Ja, das hat ein bisschen gedauert, ne? Beziehung geht vor, da muss ich kurz mal mit dem Häuschen telefonieren. Ah, ja. Aha. Okay. Ich musste. Wow. What the fuck, man? Ja, schönen guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Schönen guten Tag. Wie ist dir der Name? Ich habe Kopf. Lynch. Manfred Lynch. Herr Lenz. Lynch. Was Sie wollen. Was Sie wollen, ne? Personenkontrolle. Lenz. Herr Lynch. Lenz, was wollen Sie? Lynch. Ich sage doch, Herr Lenz! Jetzt schreien Sie doch mal nicht so hier. Herr Sorgenfrei. Mein Hörer redet ja sonst vielleicht kaputt. Ja. Vielleicht sollten Sie mal im Unicorn nachfragen, ob Sie da eine Anstellung finden. Ja, da wurde ich letztens rausgeworfen. Und wieso? Haben Sie getanzt oder warum? Ja, hab ein bisschen getrunken da drin und hab dann angefangen zu tanzen. Dann wurde ich rausgeworfen. Wissen Sie, im betrunkenen Zustand, das ist nicht gut da. Können Sie denn mal kurz tanzen? Soll ich mal tanzen? Ich würde das gerne mal sehen, ich würde das gerne mal beurteilen. Nee, der Herr Praktikant beurteilt Ihren Tanz. Achso, der Herr Praktikant. Ob das für ein Unicorn was wäre. Wollen Sie mal sehen? Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Aber machen Sie ja die Augen zu und gucken Sie gut hin. Gucken Sie mal, da wird die Frau ganz neidisch. Warte, muss ich ein bisschen Geld geben. Ja, das freut mich doch. Lassen Sie das Geld mal stecken. Nicht, dass wir Sie hier wegen illegalen Tätigkeiten oder Machenschaften irgendwie mitnehmen müssen. Nö. Okay. Genau. Rufen Sie mich später an, ja? Ja, ich würde auch sagen, das reicht. Also von... Aufgrund mal kurz Abstand nehmen, bitte. Hier findet gerade eine Personenprüfung statt. Okay. Genau. Aufgrund von persönlicher Präferenz gebe ich Ihnen einen Punkt. Von 10 möglichen Punkten. Aber das war schon schick. Wie bitte? Ich sagte, aufgrund von persönlicher Präferenz gebe ich Ihnen 1 von 10 Punkten. Nö, Sie haben mich doch gebittet. Gebeten. Was? Gebeten. Ausländer, tut mir leid. Wieso sagen Sie denn dann, nö, Sie haben mich doch gebeten. Er hat Ihnen gerade eine Beurteilung gegeben. Ach so. Jetzt, ich verstehe das. Also... Warum lachst du mich aus jetzt? Nein, wir lachen Sie nicht aus. Wir haben gerade einen Funkspruch reinbekommen, der uns ein bisschen belustigt. Das ist eine Lüge. Der Johnny am Mikrofon wieder, ne? Das ist ganz schlimm. Also, ich würde Sie dann... Nee, das will ich nicht. Können Sie ja bitte mal kurz Abstand nehmen? Wir finden gerade nicht der Sonnenprüfung stand. Dankeschön. Also, das war schön. Und ich also ich danke Herr Ihnen Praxis für Ihre Kooperation. Es tut mir leid, ich habe mich kurz unter Kontrolle. Ich habe Ihnen oh Gott. Also vielen Dank. Moment, bin eingeschlafen, bin sofort wieder da. Ja. Nee, ist okay, wir sind fertig mit Gute Nacht. Okay. Oh Gott. Machen Sie denn mal bitte eine Alkoholprüfung, ja? Bei wem denn? Bei dem Herrn im Blau? Ich glaube, der mit dem Sweatshirt. Oh, die Erde dreht sich, ich kann nicht aufhören. Oh, die Dame auch. Oh. Wieso suchst du sie? Ja, ja. Okay. Ma'am? Ma'am? Yeah, kann ich nicht spüren. Ma'am? Bleiben Sie mal kurz stehen. Bleiben Sie mal bitte ganz kurz stehen. Ich kann nicht stehen bleiben. Entschuldigung, ich habe eine Frage an Sie, Herr Kerl. Ma'am, kommen Sie mal bitte an die Seite hier. Ja, was haben Sie denn für eine Frage?
Alter, ja, voll. Du musst dich ein bisschen mehr unter Kontrolle halten. So, jetzt wird das hier ganz mal ruhiger jetzt. Hallo! Ich brüll doch Sie entspannen sich jetzt hier. Oh, wieso schreiten die alle? Sie sind jetzt ganz entspannt und ruhig. So, Sie kommen jetzt beide mal bitte mit. Sie in Blau auch. Sie bleiben mal bitte hier stehen. Was denn? Sie sollen bitte hier stehen bleiben. Wir machen jetzt eine Alkoholprüfung. Ich bin gerade Praktikant bei der Polizei. Kollege sitzt da drüben und kontrolliert die ganze Sache. Weißt du, was bei mir abgeht? Herren, hier folgen. Ja, bitte? Hier, wo die Hand leuchtet. Och. Welche Hand leuchtet? Herr Sorgenfrei. So. Also Sie haben Agent, was habe ich verstanden? Agent Grey. Richtig, G-R-E-Y. Haben Sie auch einen Vornamen? Na, Agent. Buchstabieren Sie mal. A-G-E-N-C. Bitte? A-G-E-N-C. Anson. Dann, warte ganz kurz, wie ist denn das G in dem Buch, in dem scheiß Alphabet da? Okay, alles klar, ich verstehe schon. Sicher, dass Sie heute noch auf... Also, wer fährt Sie denn? Wer fährt Sie denn? Wo ist denn Ihr Fahrer? Sie bitte was? Sie fahren... das ist Ihre Fahrerin? Nein. Warum sagen Sie das denn so? Ach ja, genau, wenn da war ja was. Wenn ich sein würde, kann ich zwischen die Beine fassen. Sie wollen was anfassen? Mich. Aber sie fährt doch. Ja, eben deswegen. Ja. Ich kann Ihnen das gerne auch nochmal buchstabieren. Also, der Vorname ist Anson Gustav Emil Nordpol Theodor. Und der Nachname ist Gustav Richard Emil Y. Nee. Ja, also schön. Also, das mit dem Buchstabieren, das müssen wir auf jeden Fall nochmal überprüfen. Aber ich hätte gerne mal, dass Sie wir machen jetzt hier mal eine Alkoholkontrolle. Brain Freeze. Machen Sie mal, das hören Sie vielleicht nicht das erste Mal, machen Sie mal den Mund auf und pusten Sie mal hier ordentlich rein. Kann ich gut. Bis es piept. Weiter. Das ist aber schon, das reicht niemals aus, um irgendwen zu befriedigen. Sagen Sie, Grey. Okay, das reicht. Mein Gott, hören Sie auf zu spucken. Ist so gut jetzt. Sehen Sie mal, was die für eine Puste hat. Also... Ja, sie sind beide voll wie eine Wanne, ne? Wir haben hier 1,9 und wir haben hier 2,2. Ja, wir haben ja auch. Ich hab gedacht, es wäre Karneval und hab mich als Badewanne verkleidet. Oh. Ich hab mich voll laufen lassen. Man wirft mir manchmal vor, dass ich. Oder was heißt, wirft mir vor? Man schlägt mir vielmehr vor, den nächsten Batman zu synchronisieren. Vielleicht können wir da ja zusammenarbeiten, indem sie den Mund bewegen und ich was sage. Ja, das wäre kein Problem. Da müssten sie dann nur sich noch Klamotten organisieren. Ich habe einen Latexanzug zu Hause. Ach du heilige Maria, so genau wollte ich das jetzt nicht wissen. Sie wissen noch, ich kann mit Eiern. Moment, ich muss das Auto nochmal zumachen. So, was haben wir denn hier? Tja, Müll. Ach du heilige. Hat nicht mehr ganz reingepasst vermutlich. Ja. Was passiert denn, wenn 1000 Dollar zufällig in Ihre Tasche fallen? Lassen Sie mich da rein? Dann gebe ich Ihnen diese 1000 Dollar wieder zurück. Hab ich mal Rentiere gesehen? Müsste im Club sein. Okay. Ich glaube eher nicht. 5 Minuten und ich bin wieder draußen. Ansonsten können Sie mich da rausschleifen und mich hier zusammentreten, wenn Sie möchten. Auch nicht. Ja, grüß dich. Wo bist du? Hast du Haschisch? Oh, Entschuldigung, junger Mann. Wollte ich Sie nicht umstoßen. Tut mir wirklich leid. Alles okay. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ja, dann, Möchten Sie vielleicht mein Bike sehen? Ja, wo ist denn Ihr Bike? Dann kommen Sie mit. Ich bin gleich da. Wo ist das? Wo steht das? Steht hier. Bingo Mann. Na. Wunderschön. Dann glaube ich, brauche ich Ihren auch Moment. Ach so, übrigens fällt mir dann noch was ein. Hm. Wir hatten doch Kontakt zur Frau Schlotter, nicht? Ja, ich habe entfernt, weiß nicht, wer das ist, ja. Ah, wissen Sie, wo man die antreffen kann? Die ist, glaube ich, gerade, die hat, glaube ich, gerade erstmal ihren Maledivenurlaub. Jetzt gerade? Die ist jetzt erstmal für eine Woche weg, ja. Für eine ganze Woche? Ja, ich glaube, die hat sich erstmal gegönnt. Das macht ja, wir haben ja auch Betriebsferien. Ist denn die Erkenntnis gesichert? Die Erkenntnis ist definitiv sicher. Ich hoffe, der passiert nichts während des Flugs.
Ja, das kann ich auch nur hoffen. Also, ich habe ihr einen sicheren Flug gewünscht, aber die hat sich mit so einer Billig-Airline da... Also es war... Naja, naja, egal. Also ja, natürlich. Ja, nicht, dass die Frau rein zufällig stirbt. Das wäre sehr schade. Das wäre wirklich schade. Aber nicht, jetzt lassen Sie mal nicht über so traurige Sachen reden. Oh! Waldo? Oh mein Gott! Ah! Bleib sie stehen, was? Verdammt! War bei mir gar nicht da. Oh Gott! Das ist sozusagen noch der Schülerlotse von den Jungs. Oh, das ist ja flott. Ja, ne, dann mal Attacke mit Einsatz. Na, können wir direkt wieder abfahren. Fahr ab. Und so raus. Oh! Ja, Abfahrt. Ah. Ah. Hey, Kids. Kollege, steigen Sie mal ein. Was wollt ihr hier? Wollen Sie auch auf der Straße rumzugehen? Schubst die Karre um, Jungs. Haut die Karre um. So, dann machen wir mal ein bisschen Platz hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Lachen Sie nicht, das passiert, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich bin... Mein Gott! Sagen Sie ruhig, Herr Sorgenfrei, das hatten wir doch schon. Ja, das passiert halt. Tante Bescheid sagen hier, dem Mäuschen. Ich glaube, das war die Amelie. Nee, was mache ich hier? Oh, gute Nacht, Vorsicht. Ah, oh. Oh, fuck. Oh Gott. Was lohnt sich? Dass Sie hier stehen und nicht in einem Auto sind, ist kein gutes Zeichen. Ich sage mal so, ich befand mich dort oben auf dem Dach des gelben Gebäudes. Oh. Ja, ich wollte Ihnen mal zeigen, dass es dann auch möglich ist. Wo ist das Auto? Ich kann es nicht sehen. Ich auch nicht. Ja gut, ich war jetzt hier ewig ins Revier und so. Suchen wir uns mal hier... Nehmen wir die einladende Gasse da vorne. Die. Genau, ich denke, das ist auch... Ich meine, jetzt steht ja noch auf der Liste, dass sie ein Fahrzeug verloren haben und ihren Chef aus dem Fahrzeug, Sie waren auf dem Dach, wie war die Aussicht? Oh, hier steht's! LOL! Wow, was? 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 Hier ist es! Herr Praktikant, kommen wir da ran? Ich da irgendwie was zu ihren Fahrkünsten erwähnen? Wow, ist das krass eingepackt! What the fuck? Oh, ich hab's aufgemacht! Auf. Wow. Aber wir kommen hier nicht raus, oder? Versuchen Sie das mal raus... Ich habe gerade überlegt, ob ich mich lieber anschnalle, aber so weit ist es ja nicht mehr. Nee, alles gut. Oh Gott! Flug. Alter, was war das denn? Herr Praktikant. Was? Ihre Liste, Ich habe gar nichts gemacht! Das ist einfach nach vorne gebuppt, das Ding! Ja, das sagen uns auch die Verbrecher. Ich habe gar nichts gemacht. So, also. Wie schätzen Sie denn Ihr Praktikum ein, nachdem Sie den Chef aus dem Auto geschmissen haben, ein Fahrzeug fast verloren hätten und am Abschluss... noch eine Person überfahren haben, die sie sogar selber waren. Also... Ach du Scheiße, was ist denn hier also passiert? Also wenn Donald Trump sich eine A geben kann in den 100 letzten Tagen, kann ich mir auf jeden Fall eine A plus geben. Gott, oh 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 Gott. Von was? Von Kiffer? Was? Ich sagte, ich gebe mir eine A plus. Nichtsdestotrotz gebe ich Ihnen auch die Möglichkeit, mich zu kritisieren. Haben Sie da noch Anliegen? Ja, sie... Sie haben alles richtig gemacht. Das war die richtige Antwort. Danke. Chef kritisieren, Sie sind mir einer. Also sieht das jemand, dass hier irgendwas auf dem Garagenspot steht? Okay, ich park das kurz um. Moment. Ah! Oh Gott! Bitte, bei mir standen sie nicht da. Das ist nicht mein Fahrzeug, da steht einfach ein Auto. Ja, hier stehen mehrere, oder? Ja, jetzt ist hier so ein Sandwich. Das ist meins, das will ich gleich mal einparken. Okay. Ja, ich mach's auf die harte Tour. Geht's aber aus dem Weg hier.
ist er hin? Au. Geht's Ihnen gut? Gehen Sie aus dem Weg. Immer bitte. Einmal aussteigen. Was ist denn gerade passiert? Ja, verfluchte Scheiße! Wer hat seine verfickte Karre da abgestellt? Ich mach den Jungen kalt! Der Kinderspielplatz ist hinter dem Gebäude. Der Typ hier vorne auf den Stühlen. Hast du mich gemeint mit Kinderspielplatz, mein Freund? Ja, ja. Ja? Ist das dein Ernst jetzt? Bist du sicher? Wir fahren doch hier mit dem Kinderrad hier rein. Das ist hinter dem Gebäude. Willst du mich jetzt doch anmachen? Weißt du überhaupt, wer ich bin, Mann? Du bist ein Typ mit einem gelben T-Shirt auf einem grünen Fahrrad. Bin ich irgendein Typ? Ich bin ein OG von der Grove Street, mein Freund. Und ich glaube nicht, dass du mit uns Ärger willst. Ach, ich nehme euch nicht ernst. Du nimmst uns nicht ernst? Nee. Das ist dein wirklich ernst. Wie heißt du, mein Freund, wenn du so mutig bist? John Johnson. John Johnson, sagst du, heißt er, ja? Ja. Ey, Jammer, pass mal auf den Nigger kurz auf. Sa. Ein paar Freunde zum Spielen mitgebracht. In der Polizeiwache? Oh Gott. Ja. Willst du jetzt einen Spielplatz, mein Freund? Was denkst du denn, wer du bist, mein Freund? Du ziehst eine Pistole in den Polizeihaku, mein Freund? Ihr kommt mit einem Baseballschläger und vier bewaffneten Leuten hier rein. Ja, und der sagt mal beim Baseballtraining. Redest mit einer Gang hier. Im Polizeirevier, Freunde. Im fucking Polizeirevier. Natürlich redest du mit einer Gang. Typ, denk doch mal nach, du Affe. Du sollst dir deine Rübe wegpusten oder was? Na, dann leg mal los. Ey, am Start, genau, ne? Jetzt hörst du mal auf, da rumdiskutieren, steckst deine Pistolen ein und komm schon mal mit raus. Ich komm nicht mit raus. Ihr könnt hier gerne mal ein bisschen loslegen. Zeigt mal, was ihr für harte Jungs seid. Ja, nee, darf ich loslegen? Hey Jungs, leg ich das nein, warte mal, Motherfucker, darf ich loslegen? Rein? Hast du das gerade gesagt zu mir? Bleib mal geschmeidig, ey. Du weißt, wo wir sind? Hör mal zu, Kollege, wenn du genau wüsstest, wie die Regeln in dem Staat hier laufen, ne, dann wird sowas, wo wir hier sind, aufgehoben, wenn hier drin etwas startet. Du weißt das, ne? Ja. Und wenn du hingehst, alleine mit 8 Leuten hier redest, Gang, denk mal in deinen Kopf nach, du Affe. Wenn du mit einer Gang redest im echten Leben, ich will mal sehen, wie du dann rumläufst. Du bist der Erste, der keine Schuhe mehr anhat, Nigga. Denen ist scheißegal, wo du bist. Ob du bei der Polizei bist oder so. Meinst du nur, weil du hier bist, bist du jetzt sicher oder was? Ich bin ziemlich sicher, ja. Ich kann dir gleich mal zeigen, wie das hier wirklich ist. Das ist doch wieder der Crack-Junkie von der Ja, Motherfucker, ist mir scheißegal, was soll die Kacke? Was machen so Leute hier? Die stehen vor 8 Männern und sind cool oder was? Du machst, du bist doch der hier, der auf dicke Hose macht. Was ist los? Bist du behindert? Ich komm hier rein, du quatschst mich dumm von der Seite an. Bist du behindert? Ich sag, du solltest mit deinem Fahrrad auf den Kinderparkplatz hinter dem Gebäude fahren. Ja, denk doch mal nach, ich hab dir erklärt, wer ich bin und du bist immer noch hier, Fred. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich bin, Nigga, ich hab zu dir gesagt, ich bin von der Grove Street OG. Und du sagst zu mir, ich nehme dich nicht ernst. Ja, tut mir leid. Du bist ein weißer Motherfucker und sagst zu einer Straßengang, du nimmst sie nicht ernst. Sollen wir dir mal zeigen, wie ernst wir sind? Soll ich dir zeigen, wie ernst wir sind? Was willst du tun? Was willst du tun? Du pass auf, mein Freund. Weil ich dich nicht mag und du mich dumm anmachst, hast du jetzt 5 Sekunden Zeit, dich zu entschuldigen oder ich blasse dir die Rübe weg. Das mach ich. Du erschießt mich jetzt hier. Ja, natürlich. Ich hab dir 5 Sekunden in der Zeit gegeben, dich zu entschuldigen. Du bist doch vogelfrei, wenn hier kein Polizist ist. Gute Nacht. Jetzt hast du den so aufgeregt, dass der umgekippt ist, Mann. Jetzt hast du im Herz nicht mehr mitgemacht. Ey, Jungs, jetzt mal im Ernst. Wenn du dich so hier benimmst, dann bist du hier ganz Ihr wisst aber schon, dass das hier ein Polizeirevier ist. Also ja, macht euch jetzt vom Acker, Mann. Was sollen die Kinderei hier? So benehmen, Mann. Trotzdem hat es sich hier nicht so zu benehmen. Was bist denn eigentlich du für ein Vogelkerl? Ich bin da hinten am Parkplatz gestanden und dachte, was geht hier denn jetzt ab, Mann? Ja, geht doch einfach mal weiter. Das ist ein Polizeirevier. Habt mal ein bisschen Respekt vor der Justiz, Mann. Da wie ein Dackel oder was? Da bleibst du dahinter. Ja, red doch erstmal Deutsch mit mir, du Vogel, ey. Jetzt bleib mal ruhig, jetzt mal ohne Witz, ne, mein Freund. Dein RP, der, das ist so richtig zum Kotzen, ehrlich. Du hast hier überhaupt gar nichts zu suchen, was du hier für Faxe machst. Ja. Wirklich, ganz wirklich. Ja. Komischer Vogel. Ja, Homeboy. Macht der auch noch Faxe, eigentlich müsste ich den nicht vorbehalten. Wer lässt solche Menschen hier rein? Was Alter, die Motherfucker haben ein kleines, was ist die Wirklichkeit und was ist nicht die Wirklichkeit Problem, oder? Dein RP ist zum Kotzen, ist geiles RP. Richtig gut.
Richtige Schmutzgestalt, Alter. Richtige Schmutzgestalt. 3 für 2, so verstanden. 3 für 2, Ende. Da scheinen sie ja einen komischen Eindruck erweckt zu haben, oder? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Einen gesegneten guten Tag, der Herr. Sie sollten vielleicht mal die Fahrzeuge hier drumherum segnen, dann würden die nicht die ganze Zeit durch die Gegend fliegen. Oder vielleicht haben sie die gesegnet und deswegen tun sie das. Nicht alle Fahrzeuge wurden hier geweiht. Haben sie schon eine Bestimmung gefunden hier auf der Insel? Ja. Ich bin der Antichrist. Ja. Sie sind der Antichrist. Hm. Ich habe eben eine Ziege gefuttert. Dann haben wir gerade noch eine Opfergabe gehabt. Haben ein Götzenbild gebaut. Und haben am Point of Interest haben wir die Statue zu einem riesigen Penis geformt. Zwei Jungfrauen sind schon unterwegs und wollen sich an der Sache festketten. Sie können ja mal gucken gehen. Amen. Amen. Wahnsinn. Was zur Hölle? Ja, aber es ist authentisch, wie von der Kirche. So nicht zu gebrauchen. Die verfluchten Furries. Mann, Mann, Mann. Haben die auch so Fellkostüme an und Schnurren? Weiß ich nicht. Wir waren nicht dort. Herr Shepard, können Sie herausfinden, ob die schnurren? Leitstelle für die 23, komm. Der Call jetzt. What the fucking... Hallo, ist da draußen jemand? Komm rein. Ja, machen Sie mal auf. Ich komm nicht raus. Wir sind schon hier. Gehen Sie weiter rein. Weiter nach hinten. Achso, geht. Nee, es kann jetzt leicht ruckeln. Eventuell haben Sie gleich was im Auge. Oh mein Gott! So, jetzt sind sie hier? Gut. Oh nein, durchgezogene Linie, was machen wir da jetzt? Hey, also, ich weiß nicht, ob das im Handbuch erlaubt ist, ehrlich gesagt. Warum erst auf der gestrichelte Linie? Passt doch. Ich habe nichts Falsches getan. Herr Shepard. Ja, bitte. Sie haben doch schon einiges gesehen, bestimmt, im Dienst. Ja. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Okay. Ja. Das ist der emotional abgestumpfteste Polizist, den ich je gesehen habe. Ja, habe ich. Na gut. Tschüss. Was haben Sie denn schon so gesehen, Herr Shepard? Ich war wahrscheinlich schon bei allem dabei. Inklusive Tierrettung. Sie scheinen emotional sehr abgestumpft zu sein. Was, haben Sie irgendwas Schreckliches erlebt? Ja, ein Crash. Ein Crash? Ach so. Holy shit, wir sind direkt vorm Club eigentlich, ne? Ob heute wieder geschlossene Gesellschaft ist? Scheiße, ich bin im Dienst. Bin ich im Dienst? Die kommen schon noch. Ich guck nur mal. Hallo? Ja. Was ist los? Haben Sie zwei Streifenbeamte gesehen? Ich habe beide verloren. Was haben Sie? Ich habe Polizisten verloren. Zwei Stück. Ja. Einer emotional abgestumpft und die andere hat violettes Haar. Nee, keine Ahnung. Habe ich nichts gesehen. Haben Sie nicht gesehen? Nee. Wahrscheinlich haben Sie auch nichts gesehen. Nein, ein Polizeiauto da vorne. Vor ein paar Minuten. Ja. Aber jetzt gehe ich auch mal schlafen. Sind Sie nicht David Blaine? Wow, wer ist es? Fuck! Ich wusste es, ich habe ihn sofort erkannt. Ich habe David Blaine getroffen. David Blaine, kennen Sie den? Magier? Nö, nee, negativ. Straßenzauberer? Der Typ mit den Karten? Richtig krass. Negativ. Simmons, Abschlepper schon unterwegs. Schwarzmann. Muss ich. Ja, ich habe schon gehört. Dann fahren wir mal zurück zum PD, ja? Ja, Entschuldigung. Ha ha ha!
Kollegin jetzt hin. Was ist passiert? Frau Simmons! Frau Simmons, oh Gott! Bitte? Mein Gott, gucken Sie sich mal den Beifahrersitz an. Ist ja widerlich. Was denn passiert? Da wurde er jetzt schon reinmenstruiert. Widerlich. Gut, dass ich gerade gemutet war. Okay, hat niemand gehört, ich war gemutet. Ich möchte kurz sagen, dass das geht. Ich war gemutet. Alles gut. Alles gut. Ich war gemutet. Hat niemand gehört. Ja, ganz schön schrecklich. Die Sitze, die müssen sie aber reinigen. Ich habe auch schon die erste Lektion bekommen. Ich warte sehnsüchtig auf Frau Schlotte. Ja, die... Ja. Ja. Kommt sicher. Irgendwie. Wie viel ist denn die ganze Zeit? Ja, locker so 10 Minuten. Oh lol, was ist das? 10 Minuten fährt er ihn hinterher. Dieser ja. Account wurde erfolgreich zur Servergruppe LSPD hinzugefügt? Er hupt mich an und zeigt mir Mittelfinger. Was ist denn mit dem los? Ja, bleiben Sie mal hier stehen. Ich renne mal rüber. Ich gehe mal schnell aufs Handy. Hallo. Hallo. Ja. Hier ist ein Typ, der fährt mit dem Motorrad und zeigt dir den Mittelfinger. Ich hab den gefragt, was sein Problem ist. Jetzt ist ein Polizei hinter ihm. Wow. Direkt mal weggedrückt. Der ist gerade gewachsen. Ja, wow. Nicht wegbewegen. Oh Scheiße, das ist Tiger. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ja, begeben Sie sich mal ein bisschen da hinten zu den Autos. Verteilen Sie sich mal bitte ein bisschen hier. Fuck, der riecht die Mettwurst in meiner Tasche. Snow, Herr Snow, Herr Snow. So, den wollte ich eigentlich nur angucken, ne? Herr Snow, Herr Snow. Herr Stange. Ja? Es kann sein, dass ich noch etwas Mett in meiner Tasche habe. Gott, sie kommt zurück. Nicht bewegen. Mit Choppy, ja. Ich bin ein Baum. Wie der pinke Baum. Ich würde sagen, ja. Wir sagen, dann wünsche ich natürlich noch einen guten Abend. Ich bewege mich langsam zum Auto. Entschuldigen uns für die. ich muss weg. Oh Gott! Entschuldigen Sie, Officer! Ich hab den. Jetzt haben Sie ihn rausgeschmissen. Schnell! Kommen Sie rein! Oh Gott! Das funktioniert so nicht! Sie sitzen links. Was ist mit Ihrem Kollegen? Welcher Kollege? Der sitzt doch hier rechts neben drin. Ach so, ich dachte, der hat noch einen Schlafanfall. Ich kann ihn nicht verstehen. Also wenn er da ist, dann habe ich gerade wahrscheinlich noch Nachwirkungen von dem Kieferorthopäden-Termin, den ich vorhin hatte. Fahren wir bei Ihnen schon oder nicht? Ja, wir fahren schon. Dann steigen Sie mal ein, Nummer ein aus, also aus und Nummer ein. Moment. Es hat sich nichts an der Gesamtsituation geändert. Warte, Herr Beutsch. Können Sie immer noch nicht hören, ne? Nee. Nee, also der Herr Lentsch war das, glaube ich, der kann sie nicht hören. Aber vielleicht, wenn wir am Revier sind, dass ich dann vielleicht mal kurz... Ja, der Herr Lentsch ignoriert sie, das stimmt. Es tut mir leid, Herr Walsch, ich kann sie nicht verstehen. Wahrscheinlich hat mein hessischer Filter... Ich habe da so ein Problem mit, wenn ich zu viel Akzent höre, dann... Pfälzer Filter kommt dann einfach. Ja, er hat gesagt, sie sind ein schlechter Polizist, ja, ich weiß nicht, warum er das... Was hat er gesagt? Das hier anscheinend Biker-Treffen, eh. Und die Maschine ist umgefallen. Okay. Ja, der fährt auch auf der Felge, ne? Dürfen Praktikanten das Auto nicht fahren? Normalerweise nicht. Also Praktikanten dürfen generell kein Equipment oder sonstiges von der Polizei nutzen oder gebrauchen. Außer wir wären auf dem Schießstand. Das wäre wieder was anderes. Aber soweit ich mitbekommen habe, fahren die Autos hier ziemlich langsam drauf, ne? Ja, es ist Sand. Also. Oh! Wow! Au!
Okay. Hallo? Jemand? Gut, dass ich angeschnallt bin. Gut, dass ich angeschnallt bin. Ja, ich auch. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Sie sprechen mit dem Herrn Sorgenfrei. Wie darf ich weiterhelfen, Herr Eggman? Sie haben sich das wirklich so eingespeichert, oder? Es steht bei mir so drin, richtig. Ja, das demotiviert mich ja jetzt ein bisschen. Ach, Quatsch mit Soße. Herr Sorgenfrei, ich wollte mal anrufen und fragen, ob wir eventuell noch mal ein Gespräch mit... Okay, hier vorherrscht gerade Chaos. Moment. Stopp, stopp. Hallo, sehen Sie das Fahrzeug auch, was hier drin steht? Was? Ein Fahrzeug steht hier drin? Ein Fahrzeug steht hier drin? Ja. Ich kann ja mal versuchen einzusteigen und auszusteigen. Kleinen Moment. Bitteschön. Mit G. Oh. Hallo, Auto. Den sollten Sie vielleicht herausfahren. Ich weiß nicht, ob der hier so gewünscht ist. Aber ich weiß nicht, wie der raus... Herr Sorgenfrei, wir haben ja, ist das eine neue Dekoration, oder? Oh, heilige Maria. So, der Herr, Sie hatten ja jetzt Praktikum gestern mit mir gemeinsam und den Kollegen heute. Wie würden Sie denn einschätzen, waren die Abläufe da so? Also, wie ich mich selbst einschätze? Ja, richtig. Ja, A+, ne? Also Herr Trump... genau. Die Referenz war immer noch die gleiche. Also ich finde, wir haben ja heute nochmal eine kleine Sitzung gehabt in den Streifenwagen. Ich habe nochmal eine Menge gelernt. Besonders, dass man mit seinen Nasen eventuell nicht Autotüren berührt. Das hat ihm Frau Simmons gezeigt. Aha. Besonders nicht mit höherer Geschwindigkeit. Ja. Und heute ist niemand auf einem Autodach gelandet. Und, oh doch, nee, am Ende schon. Aber auf keinem Dach. Wow. Also haben Sie da für sich selbst schon mal ein Erfolgserlebnis? Ja, man muss sich ja auch weiterentwickeln irgendwie. Haben Sie heute mal keinen Vorgesetzten auf irgendein Dach geschossen? Nee. Nein, habe ich nicht. Ich muss kurz nachdenken, ich musste kurz in mich gehen, aber habe ich nicht. Ja, das hat sich auch gerade so angehört. So. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen, ich habe kurz überlegt, aber das war kein Dach, nein. Ja, ich muss ja das Auffassungsvermögen im Gespräch auch direkt prüfen. Das hat mein Mathelehrer damals auch gesagt. Und was daraus geworden ist, jetzt sitze ich auf dieser Couch. Ja. Immerhin, das darf nicht jeder, ne? Gestern saß da noch eine heiße Staatsanwältin. Jetzt ist natürlich noch die Frage, also das ist halt der Hauptpunkt, ja, da ist ein Kreis, der sich um sie zieht. Sie sagen selbst, sie sind zu dominant. Das Problem habe ich auch, aber deswegen bin ich Chef geworden. Vielleicht, ja, vielleicht lag es auch daran. Das ist ja eine schöne Lösung zum Problem. Kann ich das auch machen? Hallo? Mein Gott, da steht er da wie so eine Sphinx. Ich sitze. Sitze ich bei Ihnen? Nee, Sie stehen bei mir auf meiner Couch. Können Sie bitte mal Ihre... Ja, jetzt und jetzt nochmal runter, bitte. Nicht, dass ich oh hier... Oh Gott! Also, Herr Lenz. Oh Gott! Ihr Preis hat mich niedergeschlagen. Was ist das hier? Ja, wenn ich Ihnen eine Schulnote geben würde für Ihren Dienst, den Sie bisher hier gemacht haben, und wir nennen es einfach mal Dienst... Dann hätte ich die natürlich im Kopf. Was würden Sie sich denn für eine Schulnote kommen? Und jetzt kommen Sie mir nicht mit A+. Wenn ich mir eine Schulnote geben würde? Auf ja, wenn ich von welcher Schule? Das Beste und 6 das Schlechteste. Okay. Ja, dann würde ich mir doch, weil 1 ist irrational, 1 wird niemand bekommen. Ich würde mir eine gute 2 geben. Eine gute 2? Ich würde mir eine gute 2 geben. Also eine 2. Eine 2 plus zählt nicht, ist eine 2. Also ich zähle nochmal zusammen, was in meinem Dienst so war. Sie haben es geschafft, Ihren Chef aufs Dach zu transportieren. Das ist schon mal eine dolle Leistung. Und Sie haben es sogar geschafft, bei Dienstende sich selbst zu überfahren. Um ehrlich zu sein, habe ich es noch nie gesehen. Ja. Da ist jetzt die Frage, ist das was Positives oder eher was Negatives? Das trägt ja irgendwie auch zur innerbetrieblichen Stimmung bei. Ja, das ist richtig. Also, ja, ich bleib bei der 2. Sie sind sich also sicher? Ich möchte diesen Tisch kaufen. Sie möchten diesen Tisch kaufen? Also ja. Okay. Gut. Dann würde ich kurz was mit Ihnen ausprobieren. Ich kann noch nicht versprechen, dass es klappt. Oh. Nichtsdestotrotz müsste ich ausprobieren. Folgen okay. Sie mir mal. Moment. Bitte.
So, hier befinden sie sich in einem unglaublich geordnet und gesäuberten Umkleideraum. Gehen Sie mal bitte vorne auf die Position des Kreises. Ja. Wird Ihnen dort was angezeigt? Ja. Können Sie sich im Dienst anmelden? Ich kann hier antreten, ja. Treten Sie mal Ihren Dienst an. Ich bekomme jetzt Gehalt, anscheinend. Und jetzt gehen Sie mal bitte in den... Warten Sie, ich komme mal eben mit. Na, bleiben Sie mal hier. Ja. Laufen Sie nicht weg. Und jetzt gehen Sie mal bitte auf den Kleidungsbereich. Ja. Und dort holen Sie sich bitte Hosen, Schuhe und bekleiden Ihren Oberkörper. Sind Sie fertig? Ich bin fertig, ja. Dann schauen Sie bitte an sich runter und zeigen mir mal, was Sie richtig machen, was alle anderen falsch machen. Was ich richtig mache, was alle anderen falsch machen? Na, Sie sagten ja, Sie sind fertig. Irgendwie hat er die Hose nicht richtig mitgenommen, glaube ich. Sind Sie denn auch nicht in der Lage, sich eine Hose anzuziehen, der Herr? Moment, kleinen Moment. So, jetzt. Wunderbar. Herr Lensch. Warum zeige ich Ihnen denn diese Option? Können Sie sich da was vorstellen? Ich habe immer noch die Befürchtung, dass Sie sagen, ich muss eine Kleidergröße für jemanden ausprobieren, der gerade den Dienst antritt. Und ich soll gleich wieder meine normalen Klamotten anziehen. Genau, vielleicht sage ich ja, schauen Sie mal, das hätten Sie tragen können. Ja, genau. Ja, damit kann ich rechnen. Die Möglichkeit bestünde, nicht wahr? Gut. Exakt. Also, um das... Bleiben Sie ganz entspannt. Ja, ja. Vielleicht bricht das Revier zusammen, aber Sie müssen natürlich konzentriert bleiben. Das ist ja auch hier massiv. So ist es. Also, der Herr. Nach reifer Überlegung, Sichtung Ihrer Bewerbung und dem gerade eben stattgefundenen Bewerbungsgespräch, das natürlich noch hätte deutlich ausführlicher sein können, aber dadurch, dass Sie schon 2 Tage Praktikum bei uns gemacht haben, konnte ich mir ein super Bild von Ihnen machen. Mhm. Bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich dieses unglaubliche Risiko eingehe, Sie in die Polizei aufzunehmen. Mit anderen Worten, herzlichen Glückwunsch, Herr Lensch. Sie sind ab sofort Rekrut. Vielen Dank. Genau. So, also, entwaffnet haben wir ihn. Dann einmal bitte den Herrn festnehmen. Okay. Ist er festgenommen? Theoretisch nicht, anscheinend. Ich weiß nicht, im Moment. Nicht irritieren lassen, dass ich... Nee, ich gucken Sie mal. Sie haben mich festgenommen. Das ist, weil ich zu nahe anstehe. Ja. Ich wollte gerade sagen, degradiert, aber geht ja gar nicht. Bitte lassen Sie mich frei. Ich habe Ihnen nichts getan. Okay, ja. Danke. So, jetzt den Helm mal festnehmen. Okay. Dann... Ich gebe Ihnen dazu aber mal eine Hilfestellung. Sagen Sie deine Leute davor die Hände über den Kopf. Wir rüsten Sie erstmal aus. Sie sehen im Dienstblatt etc. sehen Sie auch alle anderen Angaben, was dürfen Sie aktuell tragen, was nicht. Ja, für Sie ist natürlich wichtig, den Taser zu tragen. Und den Rauchgranatenwerfer. Ja, natürlich. Welche Möglichkeit, Herr Lensch, könnten wir haben? Jetzt ist er zwar schon mit Handfesseln fixiert, aber nun läuft er ja noch rum. Welche Möglichkeit hätten wir denn, das einzuschränken? Das einzuschränken? Mhm. Ich könnte ihn die Knie zerbersten mit meinem Schläger. Was haben wir denn gelernt von Verhältnismäßigkeit? Ach so, ja, das, ich könnte. Da kommen wir nämlich auch direkt, ach hey, die machen sogar Geräusche, oha. Haben Sie gehört, das Fauchen? Was passiert hier? Nimm die Katze da weg! Oh Gott. Es ist schalldicht, wir hören das nicht. Wow. Wow, wow, wow. So, das gleiche ist natürlich hier mit den Zellen, ja? Ja. Machen Sie mal die Zelle auf. So, wunderbar, dann wird natürlich der Gefangene hier so rein. Machen Sie die Zelle mal zu. Ist so. Gut, wunderbar. Ey, du Motherfucker, mach mal die Kacke hier auf wieder, hä? Mach auf! Hallo! Ist das der allgemeine Zeitpunkt, mir einen Kaffee zu holen jetzt? Mach das Brett hier auf! Hallo! Außerdem muss ich mal pinkeln, wo mache ich das? Hallo! Sie haben eine Toilette in Ihrer Zelle.
Ja, sorgenfrei. Die ist aber ekelhaft, die möchte ich nicht benutzen. Ja, sie sind auch ekelhaft und darum möchte ich sie nicht benutzen. Sie gehen jetzt da auf Toilette. Sie sollen mich, warum wollen sie mich denn benutzen? Ich will sie nicht benutzen, habe ich doch gerade gesagt. Sie haben gerade gesagt, sie wollen mich benutzen. Ich habe gesagt, sie sind ekelhaft, ich möchte sie nicht anfassen. Widerlich. Holla, die Waldfee. Aber hinterher da. Alarm. Ah! Ja. Das Leben eines Rekrut. So, Herr Joe Johnson. Genau, das sind ja Sie vorhin gewesen. Aber Sie wissen ja, dass ich gerade gesagt habe, dass ich Bier getrunken habe, ne? Ja, habe ich vernommen. Aber ich habe nicht gesagt, ob es alkoholfrei war oder nicht. Ja. Ja? Mhm. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Sie haben gesagt, Sie haben Alkohol konsumiert. Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, ein paar Bier getrunken. Eventuell habe ich ihm gerade den PKW-Führerschein entzogen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal ins Roleplay mit einfließen. Lassen wir einfach mit einfließen, okay? Hat niemand gesehen. Wozu der Taser? Zu meinem eigenen Schutz. Haben sie gerade nie gebraucht. Ich tue auch gar nichts. Sie tun noch nichts, genau. Darf ich Sie was fragen? Fragen Sie, klar. Sind Sie dumm? Genau. Machen Sie das so. Vielleicht können Sie sich da ein paar Akten angucken, was Fälle angeht, dass es Ihnen zukünftigen Entscheidungen leichter fällt. Dass man da zum Beispiel das Maß der Bewertung quasi herstellen kann. Genau. Und ansonsten, Sie können auch mit den Bürgern gerne das Gespräch da aufnehmen. Sie haben ja ein paar Möglichkeiten, denen eventuell zu helfen, zumindest beratungstechnisch. Ja. Da ich jetzt aktuell die ganzen Ausbildungen plane, kann es sein, dass ich morgen auch wieder erst später da bin. Wow. Es steht! Es steht, ja. Es hat funktioniert. Gut gemacht. Gut. Es ist Lynch! Ne, Lynch! Kann ich mir ein Auto? Schreien Sie mal bitte hier nicht so rum. Danke. Herr Officer, das ich glaube, Ihre Stimmbänder sind etwas kaputt. Die sind etwas kaputt? Ja, sie stocken etwas. Oh. Ist es denn so besser? Ja, so ist gut. Alles klar. Kann natürlich sein, dass das ein bisschen problematisch ist. Ich hatte gestern einen Termin. Ich war wegen im Schlag. Können Sie versuchen, bitte nicht so viel Laternen mitzunehmen? Du bist ein Vollidiot! Sie wissen, wie das ist. Wird gemacht. Jungs, wir ziehen ab. Dabei. Ja, Vitali, du weißt, wo es hingeht, oder? Ja, sicher. Danke, Officer. Hab schönen Tag, Blair. Ja, gleichfalls belehrt. Sehr gut. Ich wollte gerade schon sagen, dass die da wegfahren sollten. Aber wenn das sich alleine erledigt, dann ist das super. Also wegen dem hier müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Okay. Ich kann ihn nicht stoppen. Bane, holen Sie mal bitte Ihren Freund zurück. Ich kann nicht dafür garantieren, dass wir ihn nicht jetzt hier gleich ein Knöllchen aufdrücken müssen dafür. Das kann nicht sein, okay, dass er die Fahrzeuge angreift. Oh Gott. Tja. Mann! Entschuldigung, kommen Sie mal bitte beiseite jetzt hier. Kommen Sie mal beiseite. Gehen Sie mal von dem Fahrzeug weg. Mann, gehen Sie mal bitte beiseite. Sie gehen jetzt mal bitte beiseite. Entschuldigung. Mhm. Herr Sorgenfrei, sehe ich das richtig, dass Sie das sind? Mhm. Können Sie mal bitte aus dem Fahrzeug aussteigen? Mhm. Kann ich zu Ihnen reinkommen? Mhm. Ich finde, den sollten Sie mal näher kennenlernen. Nein!
Fahren Sie mal zum Revier. Falls er denn noch da ist, wenn nicht, habe ich vielleicht sogar eine Telefonnummer von dem noch. Warum wollen Sie mir den aufdrücken? Ich habe ja schon mehrere Mal mit ihm gesprochen. Ist ja eigentlich klar, dass Sie den fast umgefahren hätten? Der hat mein Auto kaputt gemacht. Ja, aber deswegen können Sie ihn doch nicht ans Bein fahren. Oh, doch. Okay. Okay, wenn Sie das sagen. Das ist cool. Ja, ich weiß. Sie haben doch gesagt, Sie sind sehr ländlich, nicht? Ländlicher? Es länschelt. Es länschelt. Ich sag mal, bist du bescheuert oder was? Sag noch einmal hier, dass mein Manta scheiße ist. Können Sie... Mensch, ey. Sirs! Sirs! Können Sie... Wie, wenn willst Stopp! Du denn? Sie können doch nicht einfach... Hören Sie auf jetzt! Sag mal, der kriegst du hier auch noch eine Schwinge, du. Ey! Ruhe, ich fixiere Sie, ich schwör's Ihnen. Ich fixiere dir gleich eine, du. Sie beruhigen sich jetzt. Nehmen Sie die Hände runter. Nehmen Sie die Hände runter. Sie nehmen jetzt die Hände runter. Ich warne Sie das letzte Mal. So beruhigen Sie sich jetzt. Sie sollen sich beruhigen. Sonst gibt's einen Eiertritt, du. Sie beruhigen sich jetzt. Wenn Sie sich nicht weiter beruhigen. Sie beruhigen sich jetzt. Hey, Sie beruhigen sich ebenfalls. Sie sind jetzt alle ruhig. Manfred! Manni! Bane, Sie gehen jetzt beiseite hier. Sie verschwinden hier sofort. Du hörst auf mit deiner Scheiße da! Manni, ich schwöre Ihnen! Schwören, Sie wandern in den Knast! Manni! Manni, ich lege Ihnen jetzt Fixierungen an, Manni. Verstehen Sie mich? Ich lege Ihnen jetzt Fixierungen an. Der Herr mit den grauen Haaren, nehmen Sie mal eben Abstand kurz, bitte. Aua! Oh mein Gott! Ich werde angegriffen! Ja, der Krieg. Mit den grauen Haaren kommen Sie mal eben an die Seite hier. Das kann ich mir. Also. Du Saugel, du scheiß Pinguin, du! Will der schon oh mein wieder Gott. Hier machen? Da gibt's hier Knochen. Manni, jetzt beruhigen Sie sich doch! Kasala hier mit dir! Jetzt schießt ihr beide auf mich oder was? Diese Stromschlag ist langsam zu hart. Bleiben Sie ganz ruhig. Jetzt bleiben Sie ganz ruhig. Manni, Sie sind jetzt festgenommen. Manni, Sie können sich nicht bewegen. Lass mich in Ruhe. Wer tritt du? Manni, Sie beruhigen sich doch mal jetzt. Sie sind fixiert, Sie können nichts mehr. Sie können ich kann dir in die Eier treten, Herr Mann, solange ich will, solange ich handle. Hören Sie jetzt mal auf. Eine Fußfixierung von mir. Ich mach dich fertig, du. Oh mein Gott. Manni, ich lege Ihnen jetzt eine Fußfixierung an. Sie können sich jetzt nicht mehr bewegen. Ich krieg dich trotzdem noch, du. Manni. Was denn? Die Prügelei hat sich nicht gelohnt für uns, würde ich sagen. Ja, wenn ich den kriege, den mach ich platt, mach ich den! Nicht nur tätigen Angriff auf einen Beamten, sondern auch Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also es ist ja, jetzt... Ja, ich kann nichts dafür, dass mein Pimmel größer ist als deiner! Ja. Da kann ich auch nichts dafür, ehrlich gesagt. Onkel Lynch, du hast doch nicht mal Eier in der Hose! Ich werde... Mein Onkel das sein. Wird du nicht besser! Das wird nicht besser! Was wird nicht besser? Dein Gesicht wird natürlich nicht besser. Da gibt's auch keine Schminke mehr. Ich schminke mich nicht. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Sie, willst du mir erzählen, dein Gesicht ist selbst ohne Schminke so hässlich? Herr Manta, ich nehme Ihnen jetzt die Fußfesseln ab und Sie folgen dem Herrn sorgenfrei ins Präsidium. Oh, kann mich jemand hören? Ich habe tierischen Durst. Ja, dann stirb. Zweite wäre dann also der nächste Monat. Ja? Haben Sie meinen Satz verstanden? Ja. Wir werden es so handhaben wie bisher und Sie schreiben mit. Ist doch toll, oder? Können Sie schreiben? Ah. Schön, dann haben Sie ja schon mal eine Voraussetzung, mit der Sie uns entgegenkommen. Gut. Prima, dann haben wir doch alles hier soweit geklärt. Ich würde mich dann um die dringenden Anliegen der Bürger kümmern, denn die haben vielleicht eventuell wichtige Sachen. Die auch. Jeder Uhrzeit, aber immer hieß es, nee, keiner da. Wie war denn Ihr Name gleich nochmal, der Herr? Mein Name war Weber. Weber, wie Willi, ja? Ja, aber mit Doppel-B. Und Ihr Vorname? Also Weber. Patrick? Ja, Weber, Patrick. Sie sprechen Ihren Nachnamen also falsch aus.
Wollen Sie mich verarschen? Sie haben gerade gesagt, Sie sind Herr Weber und haben es buchstabiert mit zwei Bravos. Also, wie ist die korrekte Aussprache? Weber. Also, ich bin der Herr Weber, also, Herr Weber. 2B. Also, Weber. Auch ja. Sie muss ich natürlich aufgrund der nicht vorhandenen Chancen, die wir aktuell halt so haben. Ich wollte ein bisschen eine kleine Barriere schaffen. Eine Barriere wollen Sie schaffen, Herr Corleone. Ich bin jetzt mal, ich bin mal symbolisch die Barriere jetzt. Sie sind symbolisch die Barriere, ja. Wollte das etwas anders formulieren. Keine Barriere schaffen zwischen dem Corleone. Ja, wir machen das gerne hier bildlich. Mhm. Ja, genau, wir machen das gerne bildlich. Es geht um die... Das ist so, Herr Officer, ich kann Ihnen das ja jetzt nicht so sagen. Nee, aber ich finde es gerade hochinteressant, dass Ihre französische Freundin automatisch den Rückzug antritt, wenn hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja, die ist ein bisschen ängstlich gerade. Das ist zwar nicht ihre Art, sonst, aber das nice könnte an gewissen Personen, die sich gerade im Revier befinden. Okay. Dienstschluss. Schluss mit dem Dienst. Dienstschluss. Feierabend! Also die Bestattung übernimmt ein Bestattungsunternehmen, das wurde von uns zugewiesen. Kleinen Moment, das heißt wird übertragen. Bestattungsunternehmen zum leichenden Fisch. Zum leichenden Fisch. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ja, in dem Fall eine traurige Ironie, dass sie ertrunken ist, ja. Okay, das war halt, wäre, Oh, guten Tag, Herr Officer. Kein Problem. Wie gesagt, ist immer unterschiedlich, ne? Können Sie mir erklären, was der junge Mann da hinter dem Tresen macht? Also, jung bin ich mal, dankeschön für das Kompliment. Ja, ich dachte, der arbeitet hier. Hallo, ich bin... Otto Mangold, Aushilfsheriff. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne. Und da oben der Schrottplatz, das ist ja Privatgrundstück, ne? Hm. Gehört ja mir und meinen Söhnen, ne? Ja. Und wir haben da Probleme mit Erdmännchen und so. Ist das rein hypothetisch gesehen, ist das erlaubt, die Erdmännchen mit Sprengstoff zu vertreiben? Auf Privatgrundstück? Vertreiben und Sprengstoff? Ja. Scheint mir... in dem Zusammenhang nicht wirklich zulässig zu sein. Vertreiben wäre ja, sie nutzen so ein Anti-Erdmännchen-Spray. Sprengstoff hört sich ja eher nach einer Endlösung an, verstehen Sie? Ja, damit vertreiben Sie ja nicht, damit vernichten die ja, Herr Mangold. Ja, ich gehe jetzt besser schnell. Wenn wir Explosionen hören von Ihrem Schrottplatz, werden wir... Nein. Ich hoffe, ich höre keine Explosion von Ihrem Schrottplatz. Nicht. Das war nur eine Frage. Ich sag's nur. Und ich habe Ihnen nur eine Antwort gegeben. Sie jagen bitte nicht die Erdmännchen auf Ihrem Schrottplatz in die Luft. Mache ich auch nicht. Ich bin kein Krimineller. Gott sei Dank. Sir? Hallo? Das da ist ein Parkplatz für Einsatzkräfte. Sie sollten da eventuell nicht stehen. Okay, ja, ich dachte, wir meinen ja... Können Sie bitte die Waffe wegstecken? Ich habe schon lange drüber nachgedacht, mal so eine Karre zu kaufen, ernsthaft. Hallo? Hallo. Was? Sie können doch nicht maskiert mit einer Waffe in ein Polizeirevier laufen. Ich kenne den Herrn nicht. Ja, dann distanzieren Sie sich mal kurz. Hallo? Ich wollte nur den Getränkeautomaten benutzen. Können Sie sich bitte demaskieren? Wäre das möglich? Oh, Entschuldigung, ich habe schlimme Verletzungen. Ist das wirklich notwendig? Ja, unbedingt. Oh, Verzeihung, Moment. Moment. Oh, jetzt geht's. Ah, nevermind. Sie hatten recht. Oh Gott, was ist passiert?
Ist okay, ich habe gerade einen Kaffee rausgeholt. Kann ich kurz trinken? Ja, holen Sie, natürlich. Gott. Gott, das ist, als würde man einen Tintenfisch beim Essen zugucken. Entschuldigung. Hi. Jo. Hallo, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ach, Herr Zoller! Der gehört also nicht zu ihm. I see. Sorry. I guess you misheft. Привет, меня зовут Даниэль. Я из Германии, и говорю немного по-русски. Тука. Sie haben gestern vergessen, Ihre Tankstellenrechnung zu bezahlen. Ja, ich war sehr in Eile. Ich habe einen Anruf bekommen. Meine Frau, ihre Fruchtblase ist geplatzt und da bin ich direkt losgefahren. Ich habe vergessen zu zahlen und ich befürchte, dass ich bei der Polizei gemeldet wurde. Erstmal die wichtigste Frage. Mädchen oder Junge? Ah, ist Mädchen geworden. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ja, die tut mir jetzt schon leid. Die wird nie ihren Freund haben. Okay, wieso? Niemand packt meine Tochter an. Das ist schon mir egal. Aber okay, ja, sein, ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. Ja, das wird ja jetzt hoffentlich nicht in der Vorschule passieren. Sie müssen aber ja jetzt nicht mit dem Baseballschläger durch die Vorschule laufen und dann. Ich habe keinen Baseballschläger, ich habe nur Axt. Wenn ja, okay. Wir das alles vollbracht haben, lösche ich wieder Ihre Nummer, okay? Ja, Sie die löschen oder nicht, das ist jetzt erstmal relativ egal. Ich gebe Ihnen die Telefonnummer auf jeden Fall. Ja, warte Sie. Kontakt hinzufügen. Ich bin nicht so mit Technik und so. Dauert nein. Sie sind Officer. Lynch. Plus, Lynch. Ja genau, wie Blair bloß ganz anders geschrieben. Lynch. Lynch. Ja, okay. Lynch. Ich schreibe einfach Officer Schulden. Officer können Sie auch machen, ja. Dass man, also wie gesagt, mein Eindruck ist, und das sieht man auch, ich werde das Bildmaterial auch gleich zur Verfügung stellen. Ja, aber ich gucke mir das gleich an. Man kann einfach sehr gut erkennen, dass das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit aus einer Einbahn rauskommt und auf meiner Fahrspur landet. That's it. Gott, was macht er denn jetzt hier? Upsal, ja, lassen Sie sich nicht stören. Er hat jetzt, ich musste halt jetzt rüber. Er hat sie jetzt rausgezogen, damit ich auf dem Beifahrersitz kann. Das ist mal Effizienz. Ja, schön, dann kann ich das anlegen für den. Upsala. Bleib wieder da. Oh. Ah! Eigensicherheit. Eigensicherung. Ganz wichtig. Ist das Sprichwort. Ich wollte keine Anzeige. Sie wollen also keine zivile. Also, Sie wollen keine Anzeige starten? Nee, ich glaube, der hat gelernt. Okay, alles klar. Gut, dann, Oh mein Gott. Was zur fucking Hölle ist denn hier nicht in Ordnung? Was zur... Officer, egal? Ja, ich bin wieder da. Ja, das mit den ins Präsidium fahren haben sie aber ein bisschen zu wörtlich genommen, oder? Ich hab nicht. Ich hab da hinten in der Garage gestellt. Ah. Oh! Morgen, kommen Sie mal bitte her. Ja, ich stehe doch hier. Ich hatte gerade einen leichten Unfall. Vielleicht fällt Ihnen das Blut an meiner Lippe auf, was dann langsam runtertropft. Können Sie bitte mal sauber machen? Was? Ja, einen Moment. Mal das Taschentuch aus der Tasche holen. So.
So, ist weg. Ist hier irgendwo ein Mülleimer? Kann ich das irgendwo entsorgen? Ja, da vorne, direkt am Automaten, neben den Sprung- und Spanter-Automaten. Oh, vielen Dank. Ist auch wirklich alles sauber, Herr Lensch. Ist alles super. Sie sehen fantastisch aus. Ja, danke, danke. So, Moment. Ja, desinfizieren Sie sich sorgfältig die Hände. Ja, natürlich. Also gründlich. Machen Sie es nochmal bitte. Das mache ich ziemlich häufig am Tag. Nur zur Sicherheit, glauben Sie mir. Warum? Wie meinen Sie das? Nein, nein, nur, okay, wenn Sie geübt darin sind, sich die Hände nach so einem Vorfall zu desinfizieren, was machen Sie, darf ich fragen, oder? Ich würde mich gerne erstmal Ihnen vorstellen. Mein Name ist Jessica Monk, ich würde Ihnen ja auch die Hand reichen, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich mehr Bakterien beim Händedruck übertragen als beim Küssen, deswegen mache ich das so. Guten Abend. Frau Monk ist die Sekretärin von der Staatsanwaltschaft, Herr Lensch. Frau Monk, ich bin Lensch. Ich habe gerade Ihrem Kollegen hier einen verpasst. Das war dort drüben, in der Nähe von Ihrem Revier ist doch dieser Park mit diesen schönen, bunten Würfeln, ne? Ja. Weißt du was, du dummes Arschloch, ich habe deine scheiß Lügen gesagt. Komm! Oh oh, ich bin hier weg. Wir sollten vielleicht weg! Okay. Lauf! Unser Auto ist auch kaputt. Oh mein Gott, was war das? Oh. Na toll, das war mein Auto. Okay, dein. Oh! Ich gehe schon mal direkt telefonieren. Können Sie mal einmal durchgucken, ob das ein Porsche war? Oh, gute Nacht. Gerade eingeschlafen. Fuck! Oh. Oh shit. Letzter Polizist am Boden. Zumindest kriegt er. Tommy, wir müssen los. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Kein Problem. So, ich werde Sie jetzt fixieren. Okay. Wir werden jetzt auf die Waffe fahren. Sie können jetzt erstmal Ihre Fahrgäste vergessen. So, Sie steigen aus. Die Taxifahrt ist beendet. Wie gesagt, den ganzen Abend unterwegs mit dem netten Taxifahrer, Herrn. Steigen Sie aus. Wir werden... Wow! Ich kann Ihnen die Adresse des Bestattungsinstituts geben, das den Körper mehr oder weniger von uns übernommen hat. Ja, bitte. Das ist die Bestattung zum leichenden Fisch. Zum leichenden Fisch. Bestattungsunternehmen zum leichenden Fisch. Das ist nicht Ihr Ernst. Ist das ein Witz? Nein, so heißt das Unternehmen. Leichender Fisch. Und sie ist ertrunken. Ja. Und jetzt sie ist weg. Ertrunken. Und dann ich soll gehen zu leichende Fischbestattungsunternehmen. Ja, das ist, ich werde im Präsidium nochmal anmerken, dass es eventuell die wahrscheinlich uncleverste, also nicht so clevere Entscheidung war, den Bestattungsunternehmer zu wählen. Das tut mir sehr leid. Lakeside Sheriff Department, nehmen Sie die Hände hoch. Ja, Los Santos, was sage ich da? Ach. Schönen guten Abend. Wo sind wir jetzt? Lakeside oder Los Santos? Los Santos, entschuldigen Sie. Nehmen Sie trotzdem bitte einmal die Hände hoch und entfernen sich vom Geldautomaten. Das geht nicht. Sir? Ja doch, nehmen Sie die Hände hoch. Das geht. Moment. Was fummeln Sie denn da mit Ihrem Dietrich rum? Warten so, Sie doch mal, ich versuche hier das Ding zu hacken, Mann. Sehen Sie das nicht? Wieso machen Sie das? Jetzt entfernen Sie sich bitte vom Geldautomaten. Es geht nicht. Ja, ich glaube, solange der da rumspielt... Ist das nicht möglich? Oder eine Möglichkeit gibt's. Okay. Einfach mal ein bisschen rösten. Ja. Eine Stromzufuhr. Nein. Ja. Wir werden jetzt die Stromzufuhr von Ihrem digitalen Scanner und dem Automaten trennen. Halten Sie sich bereit? Nein, hören Sie auf. Warten Sie. Halten Sie sich bereit? Nein, warten Sie. Immer mit der Ruhe. Es kann vielleicht kribbeln. Es kribbelt vielleicht. Nein, warten Sie. Ganz entspannt bleiben jetzt. Entspannen Sie sich. Nein, ich bin nicht entspannt. Ja, einmal weiterfahren, bitte. Sie sollen sich aber entspannen. Hören Sie auf, das tut mir schon weh. Nein, entspannen Sie sich einfach. Ne, testen Gage, legen Sie los. Oh,
Super. Sir, ja? Ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen. Sie können gerne zu Ihrem Fahrzeug gehen und auf Ihren Kollegen warten. Ich würde gerne mit Ihnen mal ein Wort wechseln. Okay, kein Problem. So, dann treten Sie mal zurück. Kommen Sie ruhig her. Nicht so weit ans Auto ran. Sie können ruhig hier bleiben. Ihre Kollegen gehen. Gehen Sie mal ruhig rüber. Ich gehe. Bleiben Sie mal stehen! Bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Ist das dein Ernst? Ach, shit. Ich hab Musik übrigens. Mach mich nicht schwach, Gage. Das war geplant. Magst du die Musik ausmachen für mich? Na klar. Okay. Es ist halt eine erfrischende Art und Weise, mal ein bisschen Roleplay zu machen. Und trotz der Sache, der Tatsache, dass ich mit Altes nicht mehr viel anfangen kann, ist es schön erfrischend, dass man hier so viel gutes, wirklich gutes, unglaubliches Roleplay sieht. Also es ist schon krank teilweise. Und ich meine ja nicht mal, dass man irgendwie seine Stimme verstellt und irgendwie sagt, man ist Mexikaner permanent. Sondern es geht einfach nur darum. Es geht einfach nur darum, dass, es geht einfach nur darum, dass die Leute sich mit ihren Geschichten wirklich Mühe geben. Was zählt als Combat Log? Wenn ich jetzt hier beispielsweise ausloggen würde, um den Respawn schneller zu machen, wäre das schon Combat Log. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, oder was? Also jetzt hören Sie mal zu. Ich verstehe, dass Sie sich eventuell in einer schwierigen Situation befunden haben. Ja, aber das gibt Ihnen noch lange nicht das Recht, sich der Gewalt des Gesetzes zu entziehen. Das ist relativ problematisch. Denn das Problem, was ich habe, ist, die Liste ist relativ lang bei Ihnen. Ja, die ist so lang. Wollen Sie nochmal sehen, wie lang die Liste ist? Die ist so. Die kann nicht so lang sein. Doch, die ist aber so lang. Nie im Leben so lang. Doch, glauben Sie mir, die ist riesig. Wirklich so? Allerdings. So. Und jetzt kommt dazu, die wird ja noch länger. Länger als so? Ich will Sie nicht unterbrechen, aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mein Auto tankt Benzin und ich habe Diesel getankt. Und habe das nicht bezahlt. Okay. Verzeihung. Hallo, Lensch, mein Name. Hallo. Ich weiß nicht, wie das hier abläuft mit den Anwaltsnummern. Oh Gott! Können Sie bitte... Reißen Sie sich zusammen, was ist denn hier nicht in Ordnung? Haben Sie getrunken? Guten Tag. Nein. Wir hätten gerne eine Salami-Pizza, einen Cheeseburger und eine große Cola. Ich hätte dazu gerne zwei doppelte Cheeseburger und eine Fungi-Pizza. Und den zum Mitnehmen. Ja, und ich hätte gerne einen Big Mac, aber den werden Sie hier nicht finden. Okay, das ist die Polizeipräsidium. Halleluja, das hat uns verarscht. Der hat gesagt gehabt, hier ist der Pizzaservice. Hier kann man Pizza bestellen. Das tut mir leid, das ist nicht korrekt. Dann würde ich sagen, nehmen Sie Ihre aufgeschlagenen Fressen und gehen wieder raus. Kommen Sie einmal mit. Hey, woher kennt ihr meinen Nachnamen? Sie heißen aufgeschlagene Fresse? Ja, aber Fresse. Ach, ehrlich? Ja. Können Sie mir mal Ihren Perso geben? Das möchte ich gerne überprüfen. Sie heißen da echt so.
Kakao! Kakao, Kakao! Tuki, Tuki! Kakao! Kakao! Flieg, junge Adler, flieg! Muss ich fragen, was da los ist? Ich hab keine Ahnung. Flieg, Adler! Bini, geht mal weg, ich muss hier was erledigen. Herr Manta, kann ich Sie hier stehen lassen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich einen großen Fehler begehe? Gehen Sie mal lieber weg. Herr Bane, das geht auf Ihre Kappe. Alles, was Herr Manta jetzt hier in irgendeiner Form mit Ihnen zusammen anstellt, das werde ich Ihnen gleichfalls anrechnen. Ich mach doch gar nicht. Ich sag nur, Sie sitzen hier wieder zusammen. Sie sitzen hier wieder zusammen und ich sehe schon. Oh, Dreck 4, stellt euch mal in einer Reihe auf. Warum? Nee. Ja, schön, Junta. Wir sind in Kasala verteilt. Haben Sie uns gerade Gewalt angedroht? Ich drohe dir gleich noch was anderes an, ey. Herr Manta, wir haben doch schon mal ein Gespräch gehabt. Das letzte Mal das letzte Mal hatten Sie so viele Elektrostöße durch Ihren Körper geflossen gekriegt, dass man glaubt hätte, man hätten Sie hinrichten wollen. Ja, das gefällt mir doch, ne? Nur zur Info, ich scheiß euch jetzt hier vor die Zelle. Kommen wir hier lang? Ja, ja. Scheiße, hier den Weg kenne ich ja. SC-70 fährt schon in die Richtung vom LSP, vom Akku 1. Volli, willst du fahren? Dann kann ich Brummstelle leitstellen. Ja, das ist eine gute Idee. Warum steht hier ein... Was ist? Nach, wer was an Mann hat, ob das so okay ist, und macht die Mami leiser. Gut, einmal in der Reihe aufstellen, in zweier Reihen bitte. Von der Tür da hinten, wo sie sich anmelden zum Dienst. Oh Gott, ich bin weg. Alter. Okay, der Stein, der hat hier, das steht jetzt hier schon. Oh mein Gott! PD-Latschlüffel, erst die Latschlüffel kommen. Habe ich hier Champignons Schlecker. Gehört? Ist hier jemand Champignons? Ja, hier. Essen Sie Champignons gerade? Oh, Herr Lent. Ja. Oh, hallo. Van der Montje. Ja, genau. Ich glaube, ich habe auf Sie gewartet, Herr Lenz. Sie glauben? Ja, ich sehen weiß Sie? Nicht. Ich habe. Stopp! Moment, das ist ein Kaninchen. Sagen das Sie mal. Ist tatsächlich ein Kaninchen? Sehen Sie den Hasen? Was ist das? Hä? Sie haben eine Pistole, das ist richtig. So, jetzt sagen Sie mir. Ich höre doch, das ist ein Kaninchen. Ich kann doch jetzt nicht das Kaninchen niederbringen. Ich habe aber irgendwann Hunger. Oh, Herr Marx, nein. Wieso das denn? Kaninchen schmeckt. Aber nicht. Kaninchen mit Champignons ist schon eine leckere Sache, das stimmt. Das ist eine sehr angenehme Sache. Ja, mich so aussehen natürlich. Ja, aber Sie wissen auch nicht, wo dieses Kaninchen gerade schon überall rumgehoppelt ist. Vermutlich durch die. Wenn es aus der Richtung vom Unicorn kommt, dann ist es ein. Dann besser lieber Urinchen. Kaninchen essen. Ja, dann sind aber vielleicht schon Pilze dabei. Oh bitte. Entschuldigung. Vermutlich. Tut mir leid. Oh, da ist er wieder. Da brauchen sie aber eine große Auslaufform. Die muss dann mindestens so groß sein. Ja, wenn nicht sogar noch größer. Was hält sich davon, wenn man vielleicht keine große Auslaufform nimmt, sondern zwei? Und beide sind so groß. Entschuldigung, ich hab mich verschluckt. Das ist wieder eine komische Luft hier heute. Ja, das ist seltsam hier manchmal. Ja. Was sagen Sie mal, in der Luft rumtreibt. Okay, ich sage Sie, Herr Lenz, sind Sie eine höhere Position auf die Polizei hier? Nein, ich bin das kleinste Glied in der Kette. Ist denn etwas davon etwas größer? Also, nochmal die Frage. Was? Ich habe die Frage, tut mir leid. Ich habe aber auch die Antwort nicht verstanden. Ja, weil die Frage komisch war. Oh, eine Sekunde, ist ein Telefon. Eine Sekunde, bitte. Ja. Pandemon, ich hallo. Wir haben das kleinste Glied. Ich habe sie nicht verstanden, richtig. Tut mir leid. Was ist denn mit diesem verfluchten Hasen? Eiei, ich sehe eine Hase. Sie sehen den Hasen?
Ist aber Sören. Er ist kein Hase, junger Mann. Nee, ich sehe diese Hase auf dem Boden vor meinem Fuße. Hast du Märchen? Ei, was? Hat der Hase gerade gesprochen? Ich glaube, der Hase hat gesprochen. Ach du Scheiße! Hat der Hase gerade geredet? Haben wir Pilze genommen oder so? Ei, ei. Was hat der gesagt, du Mörchen? Was war denn jetzt nicht in Ordnung? Ich glaube, der mag sie. Ei, ei, oh. Ich bin auch eine kleine Ramla. Hallo. Hallo. Lass die Nase in Ruhe. Ja, das ist auf jeden Fall nicht die feine Englische. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, warum der Hase bei Kuba ein bisschen riecht. Ich glaube, er denkt, er hat so eine Möhre in der Tasche. No, ich habe so eine Möhre in der Tasche. Oh, was macht der? Hat der Hase gerade eine... Der Hase hat sich gerade auf die Hinterpfoten gestellt und mir den Mittelfinger gezeigt. Ich glaube auch. Soll ich ihn nicht? Eieiei. Gottverdammt, was habe ich geraucht? Ich glaube, die Champignons waren. Junge. Ist gerade mal. Nein! Alter. Wir brauchen mal kurz Ruhe. Ich guck mal, was die Rekruten machen unten, ob die schon durch sind, weil. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt hier. Sind die Rekruten hier unten? Ja, suche ich auch gerade. Ja. 54 für die 30 kommen. 54 hört sie kommen. Rekruten wären jetzt einsatzbereit oben im HQ. Komm. Ja, aber wir kommen auch gerade die Treppe hoch. Oh mein Gott. Schnell zum Beats anmelden. 30, so fast. Herr Lensch, ich hab sie gefunden. Ich sie auch? Ich weiß es nicht genau, wie es funktioniert, aber ich dachte, vielleicht kann ich ja mal ein bisschen arbeiten. Verstehe Sie? Ja. Sie können ja, keine Ahnung, können ja Ihre Spezialität machen: holländische Waffeln. Oder sie können so einen Bon-Keramikladen aufmachen oder so. Ja, ja, ja. Also wäre ich jetzt privat, hätte ich Ihnen gesagt, ich mache das schon in meinem Wohnwagen, aber mache ich natürlich nicht. Nein, ich dachte eher so an... Sicher, dass Sie diese Dinge... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie die Dinge zu Hause stehen haben, ja? Das ist bestimmt riesig, mindestens so groß. Ja. Bisschen staubig hier die Luft, man kommt immer zum Husten. Ja. Ist verdammt warm hier drin, kann es sein? Ich hatte vorhin einen Obdachlosen hier drin, der gesagt hat, dass es hier besonders kühl ist. Der hat aber auch einen Pullover an. Wirklich? Ganz merkwürdig gewesen, ja. Komische Person. Also immer wenn ich Obdachlose sehe, aber die Pullover an, die sind bestimmt, keine Ahnung, die sind so viel zu groß. Ja, die kommen ja auch aus der Kleidersammlung. Aus den aus diesen riesen Containern, ja. Aus diesen riesen Dingern. Wie groß sind denn diese Container? Ich glaube, da müssen wir uns nebeneinander stellen. Also wenn wir nebeneinander stehen, also wenn ich jetzt hier beispielsweise stehe und dann so, so groß. Mindestens. Keine Ahnung. PDI-Leitstelle von SD-Leitstelle kommen. Leitstelle hört. Zum Lizenzamt. Bitte wiederholen. Bitten Erlaubnis zum Lizenzamt zu fahren mit einer Streife. Begründung, komm. Wir brauchen eine Lizenz. Leitstelle verstanden, bestätige. Leitstelle. Ja. Er ist die Leitstelle. Ey. Nein, ich hab gefragt. Was soll das denn? Oh. Gucken wir mal, ob wir den kriegen. Verstanden, dann melden Sie sich bitte bei der Leitstelle noch offiziell zum Dienst ab. Kommen. Der ist hier links, glaube ich. Vielleicht noch ein Ende. Scheiße, der ist hier durchgefahren, glaube ich. Leitstelle 489, komm. Den kriegen wir nicht, den kriegen wir nicht. Ich glaube, da setzen wir uns nur fest. Den kriegen wir nicht. Der ist hier reingefahren. Der ist jetzt hier irgendwie Dings. Kommen wir hier raus? Herr Weber! Ja. Ist das jetzt hier das Signal für einen Fahrerwechsel? Ja, was meinen Sie? Na ja, gut, ich verstanden. Dachte, man soll immer alles verfolgen, aber ich hab's nicht durchdacht, glaube ich. Streife 5 hat aktuell technische Schwierigkeiten.
Und kann die freie Streife nicht fortsetzen. Spielen Sie nicht mit dem Hasen rum. Der hat einen Ausweis. Ich weiß nicht. Der hat einen Ausweis? Okay. Hast du den gefressen? Okay, Mr. Rabbit, zeigen Sie sofort Ihren Personalausweis. Hier, Herr Lynch. Meister Lampe. Sie sind ein ganz schön alter Hase. Ja, genau. Sehe ich auch so. Was soll man machen? Ja, ja.